Okay, dann auch noch in die Runde. Herzlich willkommen, wirklich für die, die mich kennen. Hallo in die Runde, die mich kennen. Für die, die mich nicht kennen, ganz kurz vorgestellt. Mein Name ist Martin Dörsch. Ich bin seit 2008, also mittlerweile schon 11 Jahre, 12 Jahre, keine Ahnung, selbstständig. Bin immer mehr in die Richtung, also in den Bereich Education und der Fotografie gegangen, also Unterrichten im Allgemeinen. Arbeite jetzt mit einigen namhaften Firmen zusammen im Grafik- und Fotografiebereich, die man alle kennt. List jetzt nicht auf, bin Exklusivtrainer bei LinkedIn Learning, habe dort auch schon, glaube ich, über 60 Videotrainings gemacht und bin, wie schon erwähnt, so in dem Bereich Bildbearbeitung, Fotografie, Grafik, irgendwie so relativ gut aufgestellt, sage ich mal. Leite zum Beispiel auch die Masterclass Fotografie im Masterstudium Digital Design in St. Pölten, also falls sich da wer noch technisch weiterentwickeln will, gibt es auch Möglichkeiten. Genau. Aber Thema für heute wird eben sein, dass wir uns anschauen, was man mit, wie man seinen RAW-Workflow verbessern kann, was das RAW-Work, also das RAW-Format im eigentlichen Sinne ist, welche Unterschiede das zwischen den verschiedenen RAW-Formaten gibt und nur einiges mehr, sage ich mal so. Falls irgendwelche Fragen sind, einfach Fragen stellen. Wenn man jetzt Hausnummer wissen will, welcher RAW-Prozessor ist der beste, dann ist es aus meiner Sicht immer eigentlich eine Geschmackssache. Und zwar da jetzt sagen, falls jetzt wer mit Lightroom CC oder mit der RAW-Engine von Adobe arbeitet und das schon sehr, sehr lange macht, dann hat man natürlich da Wissen investiert und dann sollte man natürlich auf dem Wissen aufbauen. Wenn man jetzt aber sagt, ah, das ist langweilig und Adobe mit Miete und so ist irgendwie schwierig, ich will woanders hin, dann ist natürlich Capture One die sehr, sehr gute Variante. Aus meiner Sicht ist so, wenn man sie auskennt, sind beide Programme relativ gleich. Das eine hat vielleicht in dem Bereich ein bisschen mehr Stärken als das andere, aber das gleicht sich absolut aus. Das heißt, von dem her würde ich jetzt nicht von vornherein empfehlen, dass man sagt, wirft alle Lightroom weg und nehmt nur mal Capture One. Genauso andersrum würde ich es genauso nicht sagen. Bleibt einfach einmal da, was ihr jetzt schon Wissen investiert habt und baut einfach das Wissen noch entsprechend weiter aus. Ganz zu Beginn startet jetzt einfach einmal damit, dass wir uns einmal anschauen, was es jetzt einfach mit dem RAW-File an sich auf sich hat. Und zwar gibt es ja da verschiedenste Geschmacksrichtungen von RAW-Files und es gibt da nur das Adobe RAW-File, DNG, das wird man wahrscheinlich kennen. Und ganz oft hört man auch so im Raum, das eine ist besser, weil das ist ja das native RAW-Format von dem jeweiligen Kamerahersteller und das andere ist irgendwie von Adobe so ein kleines, was auch immer, die können das einfach nicht wissen, was das andere Format hat. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach einmal quasi live und interaktiv an. Das heißt, ich exportiere jetzt einfach einmal das File auf den Schreibtisch raus und nehme das Original-File, allerdings speichere das Ganze dann schnell vorher mal raus. Also ich speichere jetzt gerade aus Lightroom die Einstellungen raus, die ich da auf dem Bild habe. Das heißt, die liegen jetzt da drin. Und die beiden Files, einfach damit man es einmal quasi sieht, den Unterschied, kopiere mir da auf den Schreibtisch raus. Und jetzt habe ich einfach da das DNG-File, was ich einfach einmal in Photoshop aufmache und darunter einmal das RAW-File. Ich gehe einfach direkt mit meinen Standardeinstellungen von Adobe Camera Raw direkt in Photoshop rein. Und aber genau das ist egal. Okay. Aber ja, ist die gleichen Einstellungen. Ob du jetzt 8 oder 16 Bit, das ist für das, was ich jetzt herzeige, vollkommen wurscht. Es ist wichtig, dass die gleichen sind. Falls dich interessiert, wann es jetzt sinnvoll ist, 8 Bit oder 16 Bit zu verwenden und was der große Unterschied ist, dann können wir uns das natürlich auch gerne im Detail anschauen. Aber das einfach nur zur Info. Also wie gesagt, genau mit dem gleichen Format bin ich jetzt rausgegangen. Das ist jetzt ein RAW, ein Sony RAW und das da drüben ist jetzt ein DNG. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man es am besten vergleichen, ob es Unterschiede gibt zwischen den zwei Dingen? Was denkt ihr, die absolut geniale Antwort? Genau, man kann es einmal übereinander legen, zack. Mit gedrückter Shift-Taste, dann liegen sie auch deckungsgleich übereinander. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, und ich zoome da jetzt irgendwo ein auf 100% und schalte jetzt ein und aus und wenn jetzt ein Unterschied sehe ich, dann ist das eine große Änderung oder ein großer Unterschied. So ist jetzt nicht gut. So ist nämlich nicht genau. Was das wirklich Wichtige ist in Photoshop, ist, dass man die obere Ebene, oder egal in welchem Programm, es muss jetzt nicht Photoshop sein, aber in einer mathematischen Berechnung zusammenrechnen lässt. Und ich kann jetzt einfach sagen, ich mag die Differenz von der oberen Ebene zur unteren Ebene haben. Und wenn das Bild schwarz ergibt, dann ist keine Differenz da. Und wenn ich jetzt auf die Infopalette gehe und da jetzt über mein Bild drüber gehe, egal wo ich da jetzt drüber fahre,
sieht man, dass der RGB-Wert überall auf 0 ist. Egal, wo ich drüber fahre. Also ich brauche jetzt nichts optisch irgendwie kontrollieren, sondern wenn ich da jetzt drüber fahre und der RGB-Wert bei der Differenz von dem einen zum anderen Bild ist 0, dann habe ich keine Differenz. Allerdings wäre für mich die Konklusion, dass das Runterkonvertieren auf 8-Bit einfach dasselbe Ergebnis gibt bei zwei verschiedenen Formaten. Ja, ich kann es auch mit 16-Bit aufmachen. Jetzt das als Laie ausgedrückt. Nein, wie gesagt, dass das jetzt 8-Bit ist, ist vollkommen... Ein Konvertierungsprozess von einem 14- oder 16-Bit-Farbkanal auf einen 8-Bit-Farbkanal. Ist klar, wir kennen es zum... Besser, schlechter diese Konvertierung stattfindet. Ist klar. Also, wir können es einfach so aufmachen. Ja, aber das für mich ist das Äpfel mit Birnen vergleichen. Nein, schauen wir her. Aber guter Einwand. Ich mache jetzt beide... Da kommt leider mit der Informatiker durch, weil ich bin nicht nur Fotograf, sondern ja. Aber ich kann genauso Richtung, also ja, mit 16-Bit jetzt reingehen. Intern, also das RAW-File intern, egal was das jetzt ist, hat er gewisse Bearbeitungen. Also nicht Bearbeitungen, wenn man jetzt von RAW, also vom ARW-Format ins DNG-Format umwandelt, kann man sagen, werden gewisse Sachen bearbeitet und konvertiert oder was auch immer. Das Ding ist aber so, das zeige ich jetzt eben gerade her, indem ich jetzt beide mit 16-Bit öffne. Zack. Und sage jetzt eben beide Bilder öffnen und mache quasi genau das gleiche wie vorher. Nur, dass jetzt die Files eben nicht mehr 8-Bit groß sind, sondern halt 16-Bit. Und damit wir es auch nicht verwechseln, wird das jetzt ein DNG draus und im drüberen Bereich die Ebene ein RAW-File. Zack. Und jetzt schiebe ich das Ganze einfach mal drüber. Zack. Und gehe jetzt da wiederum auf Differenz. Und jetzt ist es so, dass ich da, egal wohin fahre, also auf den Wert geht es, dass ich da einfach 0 habe. Also kein Unterschied. Das ist 1:1 genau das gleiche File. Warum sage ich das jetzt? Weil es ja immer wieder Diskussion gibt, was ist besser, was soll man wo verwenden. Irgendwo wird es runtergerechnet, weil Adobe weiß ja nicht, was der Kamerahersteller macht. Das Ding ist, das DNG-Format hat jetzt folgende Vorteile, wobei, ob das jetzt wirklich Vorteile nur sind, ist die gute Frage. Und zwar ist jetzt so, im DNG-Format habe ich mal aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich sogar der größte oder der sinnvollste Vorteil, ist, dass ich beim DNG-Format das XMP-File als Header in der RAW-File, also RAW-Datei drinnen habe. Hat nämlich den Vorteil, wenn ich jetzt was verschicke oder archiviere oder was auch immer mache, dass ich das XMP-File im Header von der Datei drinnen habe. Wenn ich jetzt bei dem File das XMP-File lösche, verliere, verschiebe, habe ich jetzt nicht mehr die Einstellungen, die ich zuvor gehabt habe. Im DNG ist das XMP immer drinnen. Im Normalfall sagt man, dass das DNG-File kleiner ist. Das fällt mir meistens bei Canon-Files auf. Bei Sony-Files ist bei mir, ja, in dem Fall auch sogar kleiner. Das kommt bei mir oft drauf an. Aber da sieht man, das RAW-File hat 24,7 MB, das DNG-File 21. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber das kann man sich noch merken. Ein DNG, obwohl es eben keinen Unterschied hat, ist kleiner als ein RAW-File. Was ganz interessant ist. Man spricht ja nur davor, dass das DNG-File zukunftssicher ist. Das heißt, auch in späteren Versionen soll DNG lesbar sein. Und ein Aspekt, der auch noch interessant sein kann, ist, dass jetzt in Lightroom, also dass DNG-Files in Lightroom auch schneller bearbeitet werden können. Habe jetzt nicht wirklich so richtig gesehen, aber das sagt ja Adobe auf ihrer Marketing-Webseite zum DNG-Format. Okay, das einmal dazu. So. Und jetzt kommt eigentlich ein Punkt, der für mich wirklich extrem spannend ist. Und zwar kennen wir ja, wenn man jetzt fotografiert, haben wir relativ viel RAW-Files und neue Kameras, mehr Pixel, größere Daten, die Festplatten wird einfach immer voller. Und jetzt will man irgendwie, also man hat so die Tendenz, ich will irgendwie was Kleines haben, aber will jetzt nicht meine RAW-Files verlieren. Ich will quasi den kompletten RAW-Bearbeitungsumfang haben, will aber kleinere Files haben. Und JPEG ist der schlechte Kompromiss, das sage ich gleich mal dazu. Was jetzt aber gibt, ist die Möglichkeit, dass man Bilder, die man jetzt nicht so oft braucht oder wo man sagt, ich muss mir jetzt nicht von allen Files das absolut Beste aufheben, dass man diese Bilder verlustbehaftet kleiner rechnet. Das Ganze nennt sich dann eben ein verlustbehaftetes DNG. Kann man in Lightroom, also oder andersrum, ich mache es in Lightroom regelmäßig, dass ich einfach meine Daten, die länger als 1,5 Jahre jetzt sind und jetzt nicht irgendwo Sterne haben oder was auch immer, entsprechend kleiner wandle. Und ich kann jetzt über Bibliothek Foto in DNG konvertieren, eine verlustreiche Komprimierung verwenden.
Normalerweise spricht man bei RAW-Files immer im RAW-Workflow, ist einfach so, dass jetzt Bilder nicht also umgebaut werden oder schlechter gemacht werden. Wenn ich jetzt aber das anhake, dann habe ich wirklich eine verlustbehaftete Komprimierung. Wir schauen uns dann auch den Unterschied an und jeder kann überlegen, ob das für seinen Workflow sinnvoll ist oder nicht. Wie gesagt, das DNG, was ich da rausgerechnet habe, ist nicht verlustbehaftet. Habe ich in Photoshop hergezeigt, genau das Gleiche. Wenn ich jetzt aber das Ding nehme, man kann es, wie gesagt, wenn ich es in Lightroom machen will, einfach über das Bearbeiten-Menü machen, oder wo ich drin war, ich weiß gerade nicht. Jetzt sage ich einfach, ich will ein DNG komprimiert haben, ich hau das einmal in den Komprimiert-Ordner rein, und ich will eben zum Vergleich eine verlustreiche Komprimierung verwenden. Das heißt, das Ding wird jetzt rausgerechnet, habe da jetzt mal DNG drinnen, ich nenne es einfach mal DNG Comp für komprimiert, ziehe das einmal da daneben hin. Und jetzt wissen wir, das DNG, oder fangen wir unten an, das RAW-File hat 24,7 MB, das DNG-File hat schon 21,3, also ein bisschen kleiner, und das komprimierte DNG, was nach wie vor ein RAW-File ist, allerdings eben ein komprimiertes RAW-File, hat nur mehr 5,6 MB. Das heißt, nur mehr ein Viertel der Größe vom Original. Zwei kurze Fragen dazu. Das eine ist, kann man diesen Prozess, den du gesagt hast, gestapelt machen? Oder natürlich, natürlich. Ja, also gestapelt auf jeden Fall. Zweite Frage gleich. Meine Herangehensweise ist normalerweise, dass ich ihm sage, okay, meinetwegen die Daten brauche ich alle nicht mehr. Command A, Bibliothek, Foto in DNG konvertieren, verlustbehaftet. Es werden nur die RAW-Files konvertiert und die Originale werden nach der Konvertierung gelöscht. Das heißt, ich tausche einfach das Original-RAW-File gegen das kleine DNG aus. Das macht Lightroom einfach im Hintergrund. Frage 1 beantwortet. Frage 2. Danke. Nur vielleicht zwei kurz erklärende Sätze. Für mich verwirrend, es gibt verschiedene Anbieter, Fujifilm kenne ich zum Beispiel, die in der Kamera schon komprimierte RAW-Formate anbieten, um Platz zu sparen. Wenn sie jetzt quasi in der Kamera komprimiert werden, zum Beispiel bei Sony sah es gibt dann nicht konvertiert oder... Die behaupten es ja nicht verlustbehaftet, deswegen verstehen die noch. Es ist, wenn jetzt die einfachste Möglichkeit, wie man es kontrolliert, ist, dass man das gleiche Foto macht, möglichst gleich in Photoshop übereinander legt und einfach schaut, was der Unterschied ist. Zu dem kommen wir jetzt da. Wenn es jetzt signifikant kleiner ist, dann ist sicher verlustbehaftet. Hundertprozentig. Geht nämlich nicht anders. Wenn man es jetzt runterrechnet oder wenn man jetzt quasi kleinere Files haben will, ist jetzt auch noch die Überlegung, ist es jetzt quasi einfach die Kompression, also verlustbehaftete Kompression, oder wird die Bildgröße, wie quasi der Sensor, wo der Sensor ausgelesen wird, wird die Bildgröße, also werden Pixel weggeworfen, dass ich dann halt einfach eine kleinere Datei habe. Was ich heutzutage, wenn man jetzt mit 40 Megapixel startet und man nimmt jetzt nur die Hälfte, nur immer mehr als ausreichend ist, sagen wir mal. Aber das einfach anschauen. Und wir schauen uns da jetzt einfach mal den Unterschied an. Ich öffne jetzt die komprimierte Datei, wiederum mit 16 Bit. Stimmt. Wird jetzt natürlich da in Photoshop wieder das eigene Datei geöffnet. Ich nenne das Ganze einfach DNG komprimiert. Zack. Und die Datei oder die Ebene wird mit gedrückter Shift-Taste dort drüber geworfen. Mit was ich es vergleiche, ist mir jetzt eigentlich egal. Ich vergleiche es jetzt einfach einmal mit der Original-RAW-Datei und gehe jetzt daher. Oder mache jetzt einmal den optischen Vergleich. Jetzt tun wir da ein, irgendwo, wo ein paar Details sind, ob das am Beamer überhaupt irgendwie sichtbar ist, und stelle das einmal aus und ein, optisch. Da wird man ziemlich sicher nichts merken. Ich kann jetzt irgendwo anders hingehen, vielleicht dazu die kleinen Striche, ob man da irgendwas sieht, vorher, nachher, oder DNG verlustbehaftet und nicht, wird man ziemlich sicher nichts merken. Ich bin jetzt übrigens auf 100%, kann natürlich auch noch auf 200% eingehen, also einzoomen, und geht da wiederum in den Bereich der Details da oben, blendet das Ding wieder aus, wieder ein und man wird optisch nichts merken. 100%. Es ist aber ein Unterschied. Und zwar sieht man das jetzt, wie wir schon wissen, indem ich dort auf Differenz gehe und wiederum die Infopalette. Und was man jetzt sieht, bei den RGB-Werte, die springen ein bisschen. Also da hier oben wieder. Also da, wo ich mit meiner Hand drüber fahre, sieht man, dass es leichte Änderungen gibt. Also dass es leichte Änderungen gibt. Aber kaum. Wie kann man das Ganze jetzt darstellen, dass man die Unterschiede sieht oder dass man überhaupt sieht, ab wann sich überhaupt was ändert, ist durchaus extrem, also wirklich immer dran denken ist extrem. Ich nehme da jetzt eine Gradationskurve drüber und ganz da unten sieht man, dass sich beim Histogramm was ändert. Wie gesagt, schwarz bedeutet 0, kein Unterschied. Und ganz da unten, irgendwo bei 1, wie wir da bei der Infopalette gesehen haben, gibt es einen Unterschied. Und ich nehme jetzt einfach den Weißpunkt
und ziehe den Weißpunkt einmal nach links. Und jetzt sieht man, wenn ich den eben ganz, ganz weit nach links ziehe, dass da Unterschiede gibt. Das heißt, irgendwo da sieht man dann im Rauschverhalten, eben bedingt durch die Kompression, gibt es Unterschiede. Es ist aber wirklich schon so, dass ich natürlich jetzt schon extremste Werte eingib. Aber dass man sieht, da gibt es einen Unterschied. Wenn ich die Kurve auf mein DNG anwende, was auch auf Differenz steht, also aufs Original, ich vergleiche quasi jetzt das Original mit dem DNG, dann sieht man bei der Kurve, kann ich, wenn ich auf die Kurve drücken darf, so, kann ich bis irgendwo, also bis am Anschlag rüberfahren, da gibt es halt einfach keinen Unterschied. Weil gleich beim verlustbehafteten DNG sieht man, es gibt natürlich einen Unterschied. Weil irgendwo muss natürlich 3/4 an Daten eingespart werden. Und das ist über den Punkt der Kompression, wie gesagt, der verlustbehaftete Kompression. Ich bin mir aber 100% sicher, dass wenn ich einen 1:1 Vergleich mache und die Files nebeneinander stelle, egal ob ich jetzt riesengroß ausdruck, ins Web stelle, 1:1 einzoome, 200% einzoome, was auch immer, wird nie irgendwer einen Unterschied kennen von dem einen zum anderen File. Das heißt, Fazit für mich: Ich persönlich rechne regelmäßig einfach Daten, die bei mir auf der externen Festplatte liegen und quasi nicht mehr aktuell sind, runter auf verlustbehaftetes DNG, weil mir auf einmal 3/4 Festplattenplatz spare. Und das ist natürlich irgendwo interessant. Frage, wie oft der Webmuser? Sowieso. Wie oft brauchst du Files aus alten Projekten? Nie. Danke, wollte nur wissen. Genau. Und meine Herangehensweise ist ja wirklich, Files, die ich nicht brauche, oder generell schon beim Fotografieren aussuchen, wenn ich es dann auf die Festplatten rüberschiebe, aussuchen, zeige, weghauen, was ich nicht brauche. Aber aus welchem Grund auch immer, kann ich nicht alles wegwerfen, weil man hat es ja fotografiert und wie auch immer. Und darum bleiben einfach meine Files als verlustbehaftetes DNG auf der Festplatte liegen. Vielleicht, wie da jetzt mein Workflow ausschaut, schaue wieder zurück in Lightroom. Warum ist eigentlich Fotos offen? Keine Ahnung. Schaue zurück in Lightroom. Damit ich da jetzt nicht, mittlerweile mache ich es auch händisch, weil es mir wurscht ist, aber früher oder auch ab und zu jetzt noch, habe ich mir eine eigene Sammlung angelegt und die Sammlung heißt für Ablage. Da ist jetzt gerade nichts drinnen, das ist gut. Und in der Sammlung, also dieser Smart-Sammlung, ist jetzt folgende Regel hinterlegt. Also ich kann die Smart-Sammlung bearbeiten und jetzt sieht man, dass die Regel hinterlegt ist und zwar zutreffen sollte, Name der Kopie ist leer, das heißt nämlich, dass keine virtuelle Kopie ist. Die Stichwörter enthält nicht, niemals in DNG verlustbehaftet. Das hat für mich einen Sinn, weil ich ab und zu alte RAW-Files einfach brauche, die nicht verlustbehaftet sind, damit ich gewisse Sachen herzeigen kann als Trainer. Und dann geht es darum, der Dateityp ist ein digitales Negativ, verlustfrei oder ein RAW-File und das Aufnahmedatum ist älter als 3 Jahre. Und da herinnen sind einfach genau die Files, die älter als 3 Jahre sind und ich brauche es nicht unbedingt. Also tschuk, und sie werden einfach runtergerechnet. Mache ich einfach ab und zu, wenn es halt an der Zeit ist. Genau. Falls ich irgendwie aufschreiben würde, irgendwas Ähnliches braucht, jetzt ist der Zeitpunkt. Moment, das heißt, diesen Ordner und dann wird es automatisch? Nein, nicht automatisch. Ist ja in einer Smart-Sammlung, okay. Wo haben wir es, also mit dem kleinen Zahnrädchen, da zeigt man die Datei. Also zeigt mir Lightroom an, wenn dort Fotos wieder drinnen liegen und dann mache ich das einfach. Das muss man, den Anstoß dazu muss man händisch geben. Sage einfach Command A und dann in verlustbehaftetes DNG konvertieren. Das ist da so der Ansatz, was das betrifft. Okay, irgendwelche Fragen haben wir zum RAW-Format? Das ist so der erste Punkt. Genau, wenn man das verstanden hat, ist man schon mal auf der sehr safen, also auf der sehr sicheren Seite unterwegs. Wie gesagt, komprimiert und verlustbehaftet bedeutet, dass ich nicht mehr das habe wie vorher, haben wir aber eh gesehen, zwecks Differenz und so. Aber der Unterschied ist gut wie nicht vorhanden. Okay, wenn man jetzt in Richtung RAW Engines einmal denkt, gibt es ja, wie ich schon erwähnt habe, im Wesentlichen Lightroom Classic. Der Name Lightroom Classic, wie wahrscheinlich die meisten mitgekriegt haben, sagt ja irgendwie, es ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Stimmt. Allerdings, es ist noch nicht zu spät. Beziehungsweise noch nicht zu spät. Adobe hat also entschlossen, dass jetzt Lightroom irgendwie ein bisschen viel alten Code hat und nicht mehr ganz so performant ist, wie man vielleicht mitgekriegt hat, und hat sich eben dazu entschlossen, dass das ganze System einmal neu denken will. Und hat sich dann gedacht, wir machen eben Lightroom, also wir benennen Lightroom um in Lightroom Classic CC
Und wir machen jetzt einen neuen Lightroom, nämlich nicht Light, sondern Lightroom CC. Gleich vorneweg, aktuell ist Lightroom CC für einen professionellen Alltag nur nicht sinnvoll. Punkt. Ich kann noch nicht mehr Fotos gleichzeitig bearbeiten zum Beispiel. Ich kann nur in so ungefähr in JPEG-Originalgröße ausgeben oder in klein, mittel und groß oder so. Also komplett sinnlos noch. Es ist aber so, man merkt es ja im Pre-Release-Forum, der Fokus in der Entwicklung liegt eindeutig auf Lightroom CC. Wo die Reise hingeht, ob es irgendwann kein Lightroom Classic mehr geben wird, hoffentlich nicht. Ich verwende Lightroom Classic auch wirklich extrem gern. Die Konzepte und Denkweisen, die in Lightroom CC drinnen stehen, sind wirklich sehr, sehr spannend. Man sollte es ein bisschen am Radar halten. Aktuell ist aber einfach nur, ich sage einmal, der Semi-Professionelle oder der Hobby-Anwender, sagen wir so, ist mit Lightroom CC echt glücklich. Für einen Profi, nur nicht cool. Braucht nur, nur nicht cool. Eine gute Konkurrenz ist aber natürlich Capture One. Wer verwendet Capture One? Oder hat sich zumindest einmal angeschaut? Genau. Capture One hat nämlich auch den riesengroßen Vorteil, dass Capture One nicht von Adobe kommt. Und man deshalb, weil ganz viele Leute sagen, Miete und so, ist irgendwie furchtbar, dass man einfach die Software einmal kauft und das war's. Jetzt gibt es natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wenn ich jetzt Capture One habe und ich mag jetzt irgendwie meine Bilder weiter bearbeiten, wieso irgendwann scharf? Ja, vielleicht. Ich mag meine Bilder irgendwann weiter bearbeiten, was mache ich, weil ich habe dann kein Photoshop. Da einfach so als kleine Idee, ich habe ja vor kurzem zwei Webinare dazu gemacht, man kann Capture One mit Affinity Photo perfekt miteinander verwenden. Affinity Photo ist von Serie der Photoshop, oder die Photoshop-Alternative. Echt sehr, sehr genial. Kann man gar nicht anders sagen. Die RAW Engine, ist die RAW Engine besser? Fragen wir mal so. Nicht unbedingt. Wenn man weiß, was man macht, ist eigentlich egal. Und man kriegt in Lightroom oder Lightroom CC oder allgemein gesprochen der Adobe Camera RAW Engine und Capture One gleiche Files raus. Für die Fuji-Leute unter euch, die werden sicher im Internet gesucht haben, und Fuji, wir haben ja Würmer in meine Bilder, das ist das hauptsächliche Fuji-Problem, zwecks dem X-Trans-Sensor, und der wird beim Demosaiking von der Adobe Camera RAW Engine nur nicht so gut behandelt. Ja, kommt öfter, also kommt leichter raus, da ist jetzt Capture One besser. Noch. Wenn man aber ein bisschen weiß beim Schärfen und bei der Rauschreduzierung, was man macht, ist Lightroom CC genauso cool mit Fuji-Files. Das ist einfach so vielleicht ganz kurz als Idee. Ansonsten kann man sagen, wie gesagt, wenn man in einer Software fit ist und Wissen in die Software rein investiert hat, ist es auch völlig in Ordnung, wenn man einfach in der Software bleibt, weil Lightroom entwickelt sich weiter. Wie liegt das Capture One Preis derzeit? 350 Euro, ungefähr. So ungefähr. Wenn man jetzt eine Sony-Kamera kauft oder jetzt eine Fuji-Kamera, kriegt man Capture One für Sony oder Fuji dazu. Das ist eine abgespeckte Version. Da ist das Update auf die große Version, glaube ich, mit 50 Euro oder so. No-brainer. Also das sollte man dann auf jeden Fall holen. So, in etwa. Man kann übrigens auch Capture One von Lightroom importieren und dort weiterarbeiten. Aber wie gesagt, ich darf es jetzt nicht per se jetzt sagen, empfehlen und los. Und es ist total toll. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere RAW-Engines wie Luminar oder Anwan Photo RAW oder die RAW-Engine auch von Affinity Photo. Das geht alles in eine gute Richtung, aber wir sind noch nicht da, wo man es braucht. Sagen wir mal so. Das einfach so als kleine Überlegung zu dem ganzen Thema RAW. Okay, damit wir jetzt quasi ein bisschen wieder einen Schritt weitermachen, ist so das nächste Thema, was uns so in den RAW-Workflow quasi nur tiefer reinfallen lässt, das Thema Profile und Profilierung von einer Kamera. Viele Leute werden wahrscheinlich wissen, dass man einen Monitor profilieren kann und sollte und muss und dass man einen Monitor braucht, dem man vertrauen kann. Also irgendwas Hardware-Kalibrierbares. Ich nenne jetzt keine Namen, weil sonst heißt es, ich mache Werbung für die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Egal, also. De facto ist so, im Grunde ist egal, welchen Monitor ihr euch kauft, Hauptsache er ist Hardware-Kalibrierbar. Weiß jeder, was der Unterschied ist, so im Groben, plus, minus. Also ein iMac oder ein MacBook Pro oder irgendein Monitor, der allgemein gesprochen nur ein Kabel zum Monitor hat, ist nicht Hardware-kalibrierbar. Wenn jetzt der Monitor ein USB-Kabel nur raus hat und nicht deshalb, weil ein USB-Hub eingebaut hat, sondern weil es halt irgendwie sinnvolle Technik dahinter steckt, dann ist das ganze Ding Hardware-kalibrierbar. Der Unterschied ist folgender.
Wenn ich jetzt meinen Monitor profiliere und eben mit einem Gerät misst, der so die Farbe haben, das Gerät misst jetzt aber einen Unterschied und das halt für die ganzen Farben, dann wird jetzt beim normalen Monitor, also beim nicht Hardware kalibrierbaren Monitor, die Abweichung, das Delta im Profil gespeichert und vor der Grafikkarte am Rechner quasi auf das Signal, was auf den Monitor geschickt wird, draufgelegt. Und dadurch kann es sein, weil ich den Weißpunkt vom Monitor verschiebe und verschiedene andere Sachen, dass ich ein beschnittenes Signal an den Monitor ausgebe. Das bedeutet, ich habe im besten Fall bessere Farben oder korrektere Farben, habe aber ein Signal, was beschnitten ist. Und wenn ich jetzt quasi über RGB rausgehe und 8 Bit pro Kanal nur habe, heißt das ja natürlich, dass ich 2 hoch 8 habe, also nur 256 Abstufungen. Und wenn da ein bisschen was verschoben ist, kann es im schlechtesten Fall sein, ich meine, das ist schon übertrieben, dass ich nur mehr 64 Abstufungen habe, so schlimm wird es nicht sein, aber ich bin halt einfach in Bitwerten unterwegs. Das heißt, ich habe relativ wenig Spielraum. Bei 10 Bit schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus, aber wer hat schon 10 Bit in seinem System und in seinem Monitor? Das heißt also, Software- oder Nicht-Hardware-Kalibrierbarkeit, das Signal wird zwar profiliert, aber beschnitten an den Monitor ausgeben, was nicht cool ist. Bei Hardware-Kalibrierbarkeit ist so, dass das komplette Signal ausgeben wird. Es wird genauso gemessen übrigens vorher, aber das Profil wird jetzt nicht auf der Grafikkarte oder vor der Grafikkarte gespeichert, sondern das Profil, was man gemessen hat, wird über USB-Kabel auf den Monitor geschickt. Und das komplette, aber falsche Signal wird über das Display-Kabel auch auf den Monitor geschickt und die Bearbeitung von Ist-zu-Soll-Zustand wird eben auf der Hardware, darum Hardware-Kalibrierbarkeit, umgesetzt. Sehr einfach erklärt. Gibt es natürlich einige Details dahinter, aber das ist einmal so der Unterschied. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wir brauchen zuerst einmal einen Monitor, dem man vertrauen kann. Und dann ist der nächste Punkt, der auch sehr genial ist, und zwar, ich kann nicht nur meinen Monitor profilieren, sondern ich kann auch meine Kamera profilieren. Warum könnt ihr das brauchen? Man kann in der Kamera nicht mit Profilen arbeiten, das ist nämlich das Schräge dran. Ich kann nämlich die Profile nicht auf die Kamera zurückwerfen, das geht nicht. Fangen wir mal anders an. Viele Leute oder oft im Internet und auf diversen YouTube-Channels und was auch immer, hört man immer, ich fotografiere mit Kamera Marke X, weil da sind die Hauttöne besser und ich fotografiere dann mit Kamera Marke Y, weil das macht das Grün besser und so weiter und so fort. Also sehr der Bias, wie jetzt der Kamerahersteller die Farben interpretiert. Was kriege ich da für ein Problem? Das, was auf der Hand liegt, ich habe aber nicht die Farben, wie es in Wirklichkeit ist. Problem 1, gerade jetzt, wenn man Produkte fotografiert, wo es um Farben und so geht, eher blöd. Weil man hat natürlich immer die Farb, wie wird es genannt, von der Color Science, genau, die Farbwissenschaft vom jeweiligen Hersteller drinnen. Was ist da dahinter? Im Grunde geht es nur darum, wie das Lichtspektrum oder wie der Sensor auf das Lichtspektrum reagiert, was er einfach misst. Und der eine Hersteller macht es eher so, der andere macht es eher so. Wenn ich jetzt quasi ein Target habe, was eben da jetzt der rechte Bereich ist, und das ist eben der Color Checker, den gibt es jetzt einen größer mit mehr Farben, das ist so Untergrenze, sage ich mal, aber besser als gar nichts. Da geht es darum, ich fotografiere ein Bild, ein Referenzbild, meinetwegen sogar in der Lichtsituation, wo ich jetzt fotografiere, und sage jetzt, das Bild, was ich eben da jetzt fotografiere, sollte zur Erstellung eines Profils verwendet werden. Jetzt schauen wir uns einfach einmal an, wie das geht. Ich habe meine Profile da eh noch herumliegen, ich brauche immer ein DNG-File, was ich rausgerechnet habe, und die Color Checker Passport Software dazu. Die kommt mit dem Color Checker einfach mit, also das ist kein Problem. Und jetzt kann ich sagen, ich will ihm das DNG-Bild per Drag and Drop da reinziehen und die Software erkennt automatisch, wo jetzt das Target ist, im besten Fall, schauen wir mal, und ich kann daraus dann ein Profil erstellen. Und wie gesagt, beim Profil geht es darum, wie reagiert der Sensor auf das Lichtspektrum. Das hat nichts mit dem Weißabgleich einmal per se zu tun. Da geht es wirklich nur darum, wie reagiert der Sensor aufs Lichtspektrum. Und ich kann da jetzt auf Profil erstellen klicken. Ich mache das jetzt einfach einmal live und sage einfach, das ist von der Kamera. Und das ist, ich nenne es einfach Tina, weil sonst finde ich es nie wieder. Und drücke dann mal auf Speichern. Jetzt sagt er, hey, du musst Lightroom neu starten, damit jetzt einfach das Profil auch gelesen werden kann. Das heißt, jo, ich mag es beenden. Das kann man mal ausschalten. Dann mache ich Lightroom wieder auf. Also Lightroom Classic natürlich. Und dann sieht man eben, dass ich im Entwicklermodul die Möglichkeit habe, auf das Profil zuzugreifen. Aktuell ist das Standardprofil eingestellt, das ist im Adobe Farbe.
Und da drüben, für alle, die das noch nicht gesehen haben, da ist jetzt ein neuer Profilbrowser, den gibt es jetzt schon seit einiger Zeit. Da drüben kann man jetzt eben auf verschiedene Profile zugreifen. Ich habe da jetzt auch vordefinierte Profile, die jetzt dem, was man in der Kamera einstellen kann, irgendwie gerecht werden sollen. Ich habe Kameraanpassungen, geht es um das gleiche Prinzip. Und ich habe eben die Profile, die man jetzt gerade erstellt, also eins haben wir davon erstellt, nämlich das. Und ich kann eben auf diese Abweichungen zugreifen. Beziehungsweise kann einfach die Abweichungen des Delta von Soll zu Ist auswählen und habe das da sofort drinnen liegen. Am Beamer ist das jetzt natürlich ein bisschen mit Bedacht zu genießen, sagen wir mal so. Aber da habe ich jetzt eben das Profil, wie es jetzt ist, wie es sein soll, und das ist, wie es vorher war. Also, so ist jetzt, so war es vorher. Man sieht gerade jetzt bei, sieht man am Beamer? Ja, am Beamer sieht man es auch. Man sieht jetzt wirklich sehr, sehr starke Unterschiede. Und wenn man das Bild jetzt auf einem hardware-kalibrierbaren Monitor betrachtet, daneben das Target, die Referenz hat, dann sieht man, dass die Farben stimmen. Also bei Produktfotografie, aus meiner Sicht, relativ wichtig. Außer man vertraut seiner Kamera und dass die Kamera sowieso toll ist. Was meistens nicht ist. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. So. Und jetzt kommt der für mich eigentlich viel, viel wichtigere Punkt. Und zwar fotografiere ich ganz oft nicht nur mit einer Kamera, sondern mit mehr Kameras. Oder ich kriege Fotos von mehreren Fotografen, die natürlich auch alle unterschiedliche Kameras haben. Und was habe ich für ein Problem, wenn jetzt die eine Kamera eher rot mehr Wert gibt und die andere mehr grün zum Beispiel? Ich habe keinen gleichmäßigen Startpunkt. Ich habe alle Bilder von der einen Kamera haben den Farbstich oder die Idee, wie ein Bild ausschauen sollte. Alle Bilder von einer anderen Kamera haben die Idee, wie ein Bild ausschaut. Und ich kann jetzt nicht das Projekt über alle Kameras gleichmäßig bearbeiten, wie ich es haben will. Wenn ich jetzt aber für jede Kamera ein Profil erstelle und eben das misse, wie die Kamera aufs Lichtspektrum reagiert, dann habe ich auf einmal einen neutralen Startpunkt und ich kann alle meine Einstellungen über alle Fotos drüberlegen. Und dadurch ist einfach vom Workflow her das Ganze viel, viel interessanter, weil auf einmal ein neutraler Startpunkt ist. Und das ist das, was einfach für mich das Arbeiten mit Profilen viel, viel wichtiger und interessanter macht. Weil ich damit auf einmal weg bin von dem, was sagt der Hersteller, was mit den Farben gemacht werden soll, sondern bin von Anfang an, also da, wo die Bilder reinkommen, als RAW-File, die kriegen das Profil drauf und genau von da kann ich wegarbeiten. Wie stark driften deiner Erfahrung nach die Interpretationen innerhalb einer Herstellerfamilie auseinander? Also ich nehme jetzt Nikon oder Canon oder whatever. Im Grund muss man jetzt sagen, nein. Nein. Ganz, ganz schlimm, unter Anführungszeichen, ist, wenn es jetzt unterschiedliche Jahre sind. Ja, ja, ja. Man kann das jetzt aber sogar so weit ziehen, dass es pro gleiche Kamera, System und Marke, also keine Ahnung, Canon 5D Mark IV, dass jetzt da sogar Unterschiede sind zwischen den Kameras. Jetzt nicht, weil jetzt die so unterschiedlich sind, sondern vielleicht habe ich mit der einen die stärker rangenommen, die hat irgendwelche anderen Einflüsse, Umwelteinflüsse miterlebt, wo das halt einfach ein bisschen shiftet und dann habe ich Unterschiede. Und was eben da dann ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, ist folgendes. Ich kann nämlich, wenn ich sage, mit der Kamera will ich das als Startpunkt haben und ich habe jetzt nichts anderes eingestellt, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas anderes eingestellt habe, dann kann ich mit gedrückter Alt-Taste in Lightroom da unten sagen, ich will das, was ich jetzt gerade eingestellt habe, im Wesentlichen das Profil, was man jetzt gerade erstellt hat, als Standard festlegen. So, das bedeutet, wenn jetzt Bilder von der Kamera reinkommen, werden automatisch die Einstellungen, in dem Fall das Profil, angewendet. Und als kleinen Zusatzpunkt, wenn man jetzt eben mit unterschiedlichen Kameras arbeitet, kann man da jetzt in die Voreinstellungen von Lightroom gehen und es gibt den Punkt, den ich auf jeden Fall anhaken würde, der ist nämlich standardmäßig nicht angehakt, Standardeinstellung an Seriennummer der Kamera ausrichten. Wenn ich dann eben das gleiche Modell habe, aber mit unterschiedlichen Seriennummern, kann ich halt für die eine das Profil machen, die Einstellungen, und für die andere Kamera. Und ab dem Moment ist es safe. Wie oft man jetzt das Ganze profiliert, hängt jetzt ein bisschen vom Anwendungsfall an, ab. Also ich bin jetzt eher so, ich übertreibe jetzt nicht, sagen wir mal so. Und da gibt es auch ein ziemlich cooles Ding, und zwar kann man einerseits aus einem DNG das Profil erstellen, man kann aber aus einem DNG aus zwei Lichtarten das Profil erstellen, dann zieht man da jetzt zwei DNGs rein, sagen wir mal Sonnenlicht, komplettes Farbspektrum, und ich sage dann immer das Licht, wo man halt am häufigsten fotografiert.
Ja, wenn man oft Reportagen drinnen macht, dann mache ich dann mal irgendwo ein Testfoto von einem, wo halt irgendwie zu mir passt. Und dann ist jetzt nämlich so, dass wenn ich zwei DNG-Profile habe, der Color Checker und Lightroom über das gesamte Spektrum, was jetzt eben von dem einen DNG-Profil, was ich da erstellt habe, zum zweiten, zur zweiten Lichtquelle, quasi drüber interpoliert. Und das ist für so ein allgemeines Profil wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Das ist dann so der Punkt, DNG aus zwei Lichtarten erstellen. Einfach mal so als Idee dahinter. Und ganz, ganz neu ist übrigens für die Capture One-Fraktion, man kann jetzt aus Capture One heraus ein spezielles TIFF rausrechnen und dann ein ICC-Profil daraus erstellen lassen. Das heißt, ich kann jetzt mit Capture One arbeiten. Weil Lightroom macht ein DCP-Profil, Capture One braucht aber ICC-Profil. Das funktioniert jetzt eben ganz neu. Ist dort übrigens nur die Beta-Version, also Color Checker 1.2, wird aber relativ bald quasi public werden. Nur, dass man jetzt einmal weiß. Also falls man es in seinem Color Checker in der Software noch nicht findet, das ist einfach, weil das jetzt noch nicht die finale Version ist. Ist aber schon öffentlich zugänglich. Das kann man dazu einmal sagen. Also das so vom Punkt, okay, wie kann ich jetzt meine Daten neutral in einen neutralen Start bringen und von dort weiterarbeiten. Vor kurzem habe ich nämlich ein relativ langes YouTube-Video gesehen, wo einer erklärt hat, okay, sein Freund fotografiert mit der Kamera und er fotografiert mit dem und die eine hat einfach die Hauttöne so besser und die andere so besser und die haben alle fotografiert und sogar in verschiedenen Hauttypen, jeweils drei. Und dann hat er erklärt, wie man das jetzt in Photoshop, also am komplett falschen Punkt im Workflow, wie man da jetzt über 7x K-Kurven die eine Farbe genau auf das andere anpassen kann, damit das... YouTube ist nicht immer korrekt, ich sage es nur dazu, dass es einmal erwähnt worden ist. Prinzipiell hat es schon passt, also was er gemacht hat, war schon irgendwie interessant und hat das Endergebnis gestimmt, aber es war einfach im Workflow ganz an der falschen Stelle. Ganz an der falschen Stelle. Aber okay, verbreitet sich dann halt einfach weiter. Also, ja, da ist eine Frage. Die Qualität nicht, es ist einfach nur, wie die Farbe interpretiert wird. Okay. Wie die Kamera, der Sensor auf das Licht, also nicht der Sensor, eigentlich danach, das Demosaiking, wie das auf das Licht, der Sensor aufs Lichtspektrum reagiert. Okay, um das geht es. Nicht um das jetzt, wie gesagt, das ist ja nichts, was auf die Kamera kommt. Das Profil wird in Lightroom angewendet. Und wird Lightroom die Bilder und die Farben her den Sensor, also was er vom Sensor auslegt, interpretiert. Capture One kann mit Fuji-Files aktuell noch bessere Ergebnisse erzielen, wenn man nicht weiß, was man macht. Sagen wir mal so. Vielleicht so ein kurzer Sprung weg von dem Thema. Ich wollte jetzt nämlich kurz ein wenig herzeigen, wie man jetzt kreativ mit Profilen umgehen kann. Weil das war jetzt einmal nur so, wir wollen einmal einen Startpunkt haben, der halt neutral ist. Aber man kann das Ganze jetzt auch kreativ machen. Das heißt, ich springe da mal kurz in ein anderes Thema, was auch sehr viel Konfusion bedeutet, ganz oft. Und zwar das Thema Schärfen. Weil das ist ja genau das, was halt eben das Fuji-Thema entsprechend spannend macht. Ich habe jetzt kein Fuji-File da, aber es geht einmal ums Grundprinzip vom Schärfen, was einfach im Workflow allgemein ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und zwar, wie schärft man? Weil wenn man über Workflow redet, dann muss man über Schärfen reden. Wie und wann schärft man? Eigentlich muss man es so sagen. Beziehungsweise sagt einfach so, was so wie ihr schärft, beziehungsweise was irgendwann von irgendwem gelernt habt, was man da sollte beim Schärfen. Ich trinke mal einen Schluck. Aber keine Angst, ich habe das gleiche beim Canon Pro Forum die Frage gestellt und da hat sich auch keiner was sagen traut. Schärfe ist im Prinzip nichts anderes als helle Kanten heller und dunkle Dünke machen, um den Kontrast zu erhöhen. Ganz genau, wichtiger. Nee, das Geheimnis ist, was Schärfe ist. Wenn man jetzt ein Bild haben, dann, und das Bild ist jetzt aus irgendeinem Grund unscharf, weil wir jetzt den Fokus nicht getroffen haben oder sonst irgendwas, warte, bis das so reingeladen wird, das sollte nämlich eigentlich schon scharf sein irgendwann,
Dann ist jetzt so, hallo Bild, vielleicht muss ich Lightroom dann zwischendurch einmal wieder zumachen, wenn am Beamer hängt, taugt man das manchmal nicht so recht. So, nochmal rauf. Schärfe an sich ist jetzt, muss man es erst einmal quasi analysieren, was Schärfe ist. Und zwar ist jetzt so, wenn ich ein Foto mache und das Foto ist von Haus aus einmal nicht scharf, so wie das zum Beispiel. Okay, vielleicht ist das wirklich nicht scharf. Nehmen wir mal das. So, das ist ein wenig besser. Wenn es jetzt vom Fokus her nicht stimmt, weil jetzt der Autofokus nicht am Auge getroffen hat, wie es jetzt bei Sony leider viel zu oft gut funktioniert. Nein, es ist nämlich so, der Augenautofokus, seit ich den verwende, fotografiere ich anders. Früher war es einfach immer so, entweder mit Joystick den Fokus verschieben oder in der Mitte fokussieren am Auge, am Näheren und umziehen. Mittlerweile ist es so, ich halte ungefähr so auf die Komposition hin, drücke auf Augenautofokus, ich sehe, das Quadrat blinkt auf dem näheren Auge auf. Wenn das Auge da ist, das Quadrat löse ich aus und ich weiß, der Fokus stimmt. Egal, ob ich da jetzt offenblendig oder mehr oder weniger offenblendig oder was auch immer fotografiert habe. Das heißt, das verändert sich. Aber ist wurscht. Vom Grundprinzip geht es einmal darum, wenn jetzt der Autofokus oder die Fokussierung in der Kamera nicht funktioniert hat, nicht stimmt, dann kann ich es im Nachhinein auch nicht mehr holen. Das ist vorbei. Was mache ich jetzt aber, wenn man ums Schärfen, wenn es um Schärfen geht? Und da kommen wir genau zu dem Punkt, was da gesagt worden ist. Schärfe oder der Eindruck von Schärfe kann jetzt gesteigert werden oder hervorgehoben oder nur verstärkt werden, indem man die Kontrastkanten betont. Das heißt, an einer Kontrastkante, was eben da zum Beispiel jetzt die Wimper ist, gibt es eben einen dunklen Bereich und daneben, also immer da auf den Zeigefinger von der Hand jetzt schauen, und daneben eben einen hellen Bereich. Und das ist eine Kontrastkante. Genauso wie da vom weißen, vom hellen Auge zum Lid. Oder von der Nase zum Nasenloch. Oder wo auch immer. Das sind Kontrastkanten. Und den Effekt der Schärfung kann ich jetzt steigern, indem ich die Kante auf der dunklen Seite dunkler mache und auf der hellen Seite heller. Und dadurch ist der Effekt der Schärfe ein höherer. Oder der Eindruck der Schärfe. Es ist jetzt nicht schärfer geworden, es wirkt nur schärfer. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und jetzt ist natürlich die Sache, ja, wie schärft man dann? Und wenn man da jetzt in Lightroom herschaut, dann gibt es ja da nicht nur einen Regler zum Schärfen, sondern vier. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie bedient man die Regler? Und da hat sicher schon jeder irgendein gewisses, was er entweder immer macht oder was er irgendwann einmal gehört hat, dass irgendwer gesagt hat, man muss immer den Wert nehmen, weil es ist der Beste oder wie auch immer. Was nehmt ihr? Ups, nicht Command R, Command Shift R, wollte ich sagen. Ich wollte das Bild einmal resetten. So ist nämlich so die Standardeinstellung bei mir. Ist genau das Gleiche. Adobe Camera Raw und Lightroom ist die gleiche Raw Engine. 1:1. Also Schärfen ist bei mir immer eine individuelle Sache. Weil ich nehme den Photoshop zum Schärfen her und schärfe selektiv auf gewisse Bereiche. Genau. Also das kann man nicht sagen. Aber sagen wir mal so, ich habe jetzt aus irgendeinem Grund mag ich jetzt nur, dass ich in Lightroom arbeite, weil es aus irgendeinem Grund schnell gehen muss und ich will nur in Lightroom schärfen. Ich habe quasi, vereinfacht gesprochen, oder in Adobe Camera Raw, ich habe nur die vier Regler zur Verfügung. Weil die, wenn man die einmal verstanden hat, merkt man, es ist in jeder Software mehr oder weniger genau das Gleiche. Irgendeine Idee. So grob. Geht aber einmal her und setzt einmal die ganzen Bilder zurück. Command Alt Shift R. So. Schärfen ist gefährlich, das mache ich nicht. De facto ist nicht so tragisch, weil heutzutage sind wir einfach gesegnet, anders kann man es gar nicht sagen, mit unglaublich scharfer Optik und unglaublich scharfen Sensor. Und wenn man da noch nie irgendwas gedreht hat, hat man nichts falsch gemacht. Ich sage es nicht dazu. Wenn man jetzt aber gedreht hat und keine Ahnung hat, ist es wahrscheinlich, dass man es eher schlechter gemacht hat. Vielleicht. So, wurscht. Gehen wir es einmal von oben nach unten durch. Was macht der Betragregler? Man kann jetzt schreien, man kann jetzt vermuten, man kann jetzt irgendwas machen. Wir lassen einmal da stehen, weil dann sieht man es. Was macht der Radiusregler? Also wenn man beim Betrag ist so, dann merkt man schon, der macht irgendwas. Beim Radiusregler kriegt man es vielleicht ab und zu mit, dass er auch noch irgendwas macht. Man kann es aber schon nicht mehr so genau sagen. Der Detailsregler
da sieht man, wenn man so macht, dann kriegt man die Würmchen bei Fuji ganz arg raus. Hint, hint. Da immer mit dem ein bisschen aufpassen. Und es gibt darunter so einen Maskierenregler. Das heißt, wir haben vier Regler und spätestens beim Maskierenregler haben wir keine Ahnung mehr, was das Ding macht. Also Betrag ist einfach, das ist ganz einfach der Wert, wie stark heller und wie dunkel. Ganz genau. Man sieht es in Lightroom ganz gut, wenn man die Alt-Taste gedrückt hat oder ein Kamera-Raw. Und dann kriegt man nämlich ein Overlay, ein graues, und man sieht jetzt die Kontrastkante, ich mache jetzt einmal einen Radius höher, damit man es besser sieht. Die Kontrastkante, der dunkle Bereich wird dunkler und der helle Bereich wird heller. Das heißt, das macht Betrag, Punkt. Hell wird heller, dunkler, dunkler. Der Radius mit gedrückter Alt-Taste steuert, wie der Name schon sagt, wie groß der Radius ist, wo ihm die helle Seite heller wird und die dunkle Seite dunkler. Kann man da jetzt auf die Wimpern ganz gut erkennen oder auf die Falten, also auf der großen Falte, aber auf die Wimpern wahrscheinlich am besten. Das ist der Radius. So, Details wird schon ein schwieriger zu sagen. Details holt jetzt eher so kleine, feine Strukturen, da jetzt so die Hautpartien und so heraus. Details, wiederum mit Alt. Und ganz, ganz wichtig ist die Alt-Taste bei der Maske. Und zwar, wenn ich die Alt-Taste ganz links habe und die Maske ganz links, habe ich eine weiße Maske. Und weiße Masken hast du in Photoshop, die Schärfung wirkt überall. Wenn ich den Regler jetzt nach rechts ziehe, sieht man, dass jetzt auf Kontrastkanten geschaut wird. Und in dem Fall, wenn ich es jetzt so lassen würde, wird der Himmel und gleichmäßige Flächen, die jetzt eben schwarz sind, also schwarz oder unten der Weg, nicht geschärft und nur mehr im weißen Bereich wird geschärft, also an Kontrastkanten. Und ich kann da, wenn ich relativ weit nach rechts fahre, quasi eine Kantenmaske erstellen. So, jetzt wissen wir mal grob, was die Regler machen, wir wissen aber noch immer nicht, wie es funktioniert. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so als Richtwert zwei Arten des Schärfens. Ein Low-Frequency-Schärfen, was jetzt nichts mit der Frequenztrennung zum Dort, aber Low-Frequency-Schärfen, wo jetzt in einem Bild, ich muss das nehmen, auch wenn es unscharf ist, ich nehme noch anders, wo sich im Bild jetzt relativ wenig tut. Also von links ist da mal grau, also wenn ich so gerade durchfahre, dann kommen ein wenig Haare, dann ein bisschen Haut, dann wieder ein wenig Haare, dann wieder grau und von oben nach unten oder irgendwo durch. Es tut sich wenig im Bild. Und genau das Gegenteil dazu ist eben ein High-Frequency-Bild, ein Bild, in dem sich sehr, sehr viel tut. Also ich habe da jetzt von dem einen Grashalm zum nächsten, dann kommt da ein Baum, dann kommt wieder ein Baum, eine Straße, mehr Bäume, Hintergrundhäuser und dann Himmel. Das heißt, das ist genau von der Idee das gegengesetzte Bild. Da mag ich die ganzen Details und das ganze Kleine rausholen. Da rechts mag ich jetzt nicht die ganzen Poren und das ganze Feine rausholen. Also High-Frequency, viele Frequenzen, es verändert sich sehr schnell im linken Bereich. Und Low Frequency, ich will eigentlich nur auf die Kanten zugreifen, zu dem kommen wir dann gleich, im rechten Bereich. So, und jetzt kommt der Punkt, wie schärft man das eine und wie schärft man das andere? Weil wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auf einmal kein Problem mehr. So, also, ich starte jetzt einmal da, auch wenn es jetzt quasi nicht ganz scharf ist, aber manchmal hat man Pech. Ich starte jetzt einmal da und schauen wir mal an, wie man das schärft. Die Frage ist, wenn ich jetzt ein Low Frequency Bild habe, eben ein Porträt, will ich die ganzen Details hervorheben? Ganzen Poren und alles, dass so rauskommt? Wahrscheinlich nicht. Also Details einmal unten halten. Auf was will ich schärfen beim Porträt? Eigentlich auf die Kontrastkanten. Das heißt, ich ziehe meine Maske so weit nach rechts, dass ich nur mehr, also die Formen und die Kanten, dass ich nur mehr die Formen und die Kanten sehe. Das heißt, in dem Fall könnte das ganz gut sein. Den Radius nehme ich relativ hoch, damit ich die dann ein bisschen einzoomen, dass ich da ein wenig auf die Kanten schauen kann. Muss man ein anderes Bild holen. Voll scharf, also voll unscharf. Ist aber egal. Und beim Betrag ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Ich lasse den jetzt einmal absichtlich ein wenig weiter unten stehen. Und wir merken uns so ein bisschen die Kurve, die wir da haben. Low Frequency. Jetzt gehe ich auf das Gegenteil, auf ein High Frequency Bild, wo sehr viele Details sind: Architektur, Landschaft, Berge, Sand, Strukturen. Da mag ich die ganzen kleinen, feinen Details herausarbeiten. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Details-Regler nach rechts fahren. Was will ich haben? Ich will die ganzen kleinen, feinen Kanten hervorheben, also gehe ich mit dem Radius nach links. Beim Maskieren will ich nicht auf alles schärfen, weil mit den Einstellungen, die ich da habe, da ich mir das Rauschen in gleichmäßigen Flächen voll rausholen. Das heißt, ich fahre da so leicht nach rechts rein, sodass so gleichmäßige Flächen möglichst schwarz sind. Und beim Betrag kann ich relativ stark reingehen, nach Lust und Laune, sage ich jetzt einfach einmal. Was fällt uns da jetzt von den Kurven auf, wenn ich die beiden vergleiche?
also von den Kurven, wenn man das jetzt als Kurve sieht, sie sind genau gegengleich. Das ist das Wichtige. Bei einem Bild, wo ich viele Details habe, viele kleine Sachen, die ich hervorheben will, Details hoch, Radius runter, Betrag hoch, Maskieren runter. Beim Bild, wo ich jetzt eben eher Flächen und Formen betonen will, ist genau gegengleich. Details runter, Maskieren hoch, Radius hoch, Betrag noch Geschmack, sage ich mal. Kommt natürlich immer darauf an, bei männlichen Charakter. Immer. Aber man muss jetzt einmal das Grundprinzip verstehen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, was ist, wenn jetzt ein Porträt in einer Landschaft steht? Dann ist also, ja, verdammt, dann, wenn du nur in Lightroom arbeitest, suchst du das, was da besser passt. Aber wenn man einmal verstanden hat, was das Ding macht, dann ist es nämlich überall. Weil die Regler finde ich in jeder Software, in der einen oder anderen Ort. Also Betrag und Radius finde ich ziemlich sicher überall. Details schon immer, maskieren, entweder muss ich es händisch machen wie in Photoshop oder ich habe einen Schwellenwert wie in Capture One. Schwellenwert ist genau das gleiche, also sehr, sehr ähnlich zu maskieren, wie da jetzt eben in Lightroom. So, und das ist eigentlich das, was man wissen muss. Allgemein gesprochen, falls irgendwer da irgendwann einmal gelernt hat, ich muss genau den und den Wert nehmen, weil es ist genau das und das, das ist einfach falsch. Das stimmt einfach nicht. Weil es ein Unterschied ist, ob das Porträt jetzt so groß auf meine 24 Megapixel ist oder halt framefüllend. Das allein ist schon ein Unterschied. Drum auf das aufpassen. Das ist so der Punkt. So, und jetzt gibt es einen relativ wichtigen Punkt beim Schärfen. Einerseits schärft man ja da herinnen und da hat man ja immer gelernt, wenn ich jetzt irgendwo meine Datei habe, ich nehme jetzt einmal die, weil da weiß man, dass das scharf ist, und zoome da mal ein, dann hat man ja irgendwann einmal gelernt, und es stimmt auch irgendwie, dass ich, das sieht man dann da in Lightroom ein Rufzeichen, wenn ich es nicht mache, dass ich auf 100% einzoomen muss. Warum auf 100% oder auf die 1:1 Ansicht? Weil bei der 1:1 Ansicht ein Pixel von meinem Sensor auf genau einen Pixel von meinem Monitor liegt. Das heißt, ich habe keine Interpretation oder keine Rundungsfehler. Das Problem ist aber, dass man heutzutage ziemlich sicher mit Daten arbeitet, die einfach viel zu viel oder viel zu groß sind im Bezug auf unsere finale Ausgabe. Und 24 Megapixel sind einfach sehr, sehr viele Daten, also wirklich viele Daten. Für A4-Ausdruck brauche ich ca. 8 bis 9 Megapixel, das reicht. Und wenn ich die Datei jetzt quasi an den Druck schicken würde, dann wären jetzt von 24 Megapixel sehr, sehr viele weggeworfen, wenn ich es jetzt auf A4 druck mit 8 oder 9 Megapixel. Und durch das Kleinerrechnen verliere ich wieder einen Schärfeeindruck. Das heißt wiederum Folgendes. Wenn ich jetzt Kameras habe, die über 20 Megapixel haben und man tendiert dazu, man braucht ja 50 oder 100 oder 150, weil, because we can. Ja, wir wollen ja alle Gruppen mit den Verrückten, oder? Das ist ja der einzige Grund, warum man das haben will. Das ist der einzige Grund. Aber ganz viel sagen, ich crop in der Kamera und ich crop sowieso nie, dann habe ich halt 50 Megapixel, die passen, aber die halt einfach nicht aufs Papier bringen. Weißt du, ist irgendwie blöd, weil ich schärfe dann ja in der 1:1 Ansicht, weil man hat es ja irgendwann so gelernt. Und mein Ansatz ist da, oder meine Empfehlung ist, schärft nicht auf 1:1, sondern schärft auf 1:2. Dann liegen 4 Pixel vom Sensor auf 1 Pixel vom Monitor. Dann seid schon viel eher da, wo es die finale Ausgabe trifft. Es ist jetzt nicht die ganz korrekte, technisch korrekte Lösung. Es ist aber die, die für den Workflow sinnvoller ist. Weil dann bin ich jetzt sozusagen nicht mehr auf 24 Megapixel, sondern auf der Hälfte, also auf 12. Und das ist eher das, wo man ausgibt. Ist aber auch noch, 12 Megapixel sind im Normalfall auch noch zu viel. Aber das ist einmal schon okay. Und wenn ich dann sage, ich will jetzt zum Beispiel fürs Web ausgeben, ich exportiere mir das eine Bild und so lade ich es jetzt bei mir auf die Webseiten raus, 1600 Pixel auf der langen Kanten, sRGB, JPEG mit 65 von der Qualität, eben 1600 auf der langen Kanten. Und jetzt gibt es da in Lightroom leider eine relativ blöde Checkbox, weil da kann man nichts einstellen. Ich kann da einfach sagen, schärfen für Bildschirm, Stärke hoch. Ich sehe aber keine Vorschau. Das ist einfach so rausdrucken und nachher dann draußen schauen, was passiert. Was im Hintergrund passiert ist, dass Lightroom das Bild jetzt mit meinen Einstellungen rausrechnet, also in der JPEG, dann kleiner schneidet, dass die lange Kante 1600 ist und dann schärft er nur mehr drüber. Warum schärft er nur mehr drüber? Weil er von viel Pixel, von 6000 Pixel, nur mehr 1600 Pixel auf der langen Kante. Damit verliere ich sehr, sehr viel Schärfe-Eindruck, weil wir wissen, Schärfe ist ja nur ein Eindruck, wenn man das da macht.
Und durch das Kleinerrechnen und das Verlieren von den Details wird es dann im Nachhinein nur mehr drüber geschärft. Leider sehe ich es halt in Lightroom nicht. Das heißt, ich muss das einfach exportieren und nach dem Export muss ich mir dann anschauen. Zack, oh, das ist ein Photoshop. Da gibt es noch die. Ja, das ist wieder was anderes. Was Photoshop bei der Bildgröße macht, das ist wieder eine andere Geschichte. Da wird nicht geschärft, da wird einfach, wie jetzt die Pixel interpretiert werden, anders eingestellt. Das ist jetzt nur, da wird danach noch, also drüber geschärft. Also in Photoshop, was du jetzt meinst, ist, wenn ich da jetzt einfach schnell eine neue Datei mache und ich gehe in die Bildgröße und ich sage da jetzt, okay, was soll gemacht werden, dann beim Hochrechnen, Details erhalten, 2.0, das hört sich ziemlich gut an. Beim Runterrechnen, genau. Ist jetzt. Ja, wobei ich mag jetzt nicht jedes Foto in Photoshop aufmachen, damit ich mehr Details habe und zum Runterrechnen sei. Drum, das ist blöd. Damit man da jetzt ein bisschen sieht, wie es jetzt schön sein könnte, also prinzipiell merken, wichtig ist beim Runterrechnen oder bei der Datei, beim Export und bei kleineren Daten, muss ich immer drüber schärfen, weil durchs Verkleinen verliere ich Details. Und da ist jetzt einfach so in Capture One, was echt eins von meinen Lieblingsfeatures ist in Capture One, kann ich jetzt sagen, ich will jetzt eine Verarbeitungsvorgabe machen. Nämlich, ich nehme jetzt einfach mal 800 Pixel, sagen für Webseiten, lange Kanten 800 Pixel, sRGB 90% von der Qualität. Und jetzt gibt es da bei der Anpassung den Punkt Ausgabeschärfung für Bildschirmdarstellung. Und ich habe dort einen Regler, wobei man sieht, wenn ich dort herumdrehe, dass man nichts sieht. Außer, ich drücke da oben in Capture One jetzt auf die Proof-Vorschau. Und die Proof-Vorschau, ich habe da jetzt so eine kleine Ansicht, jetzt sieht man es nicht, aber ich mache da jetzt einmal nicht 800 Pixel, sondern 500 Pixel, sagen wir mal, zack. Jetzt sieht man, wenn ich die Proof-Vorschau einschalte, dann geht es so, dass da im Monitor von da bis da 1 zu 1 500 Pixel sind. Das heißt, ich sehe jetzt auf meinem Monitor die 1 zu 1 Ansicht und ich kann da jetzt bei der Anpassung einstellen, wie stark sollte das Bild jetzt geschärft werden. Und ich habe wieder den Stärkeregler, eben weiß wird weißer, also heller Bereich wird heller, dunkler dunkler. Ich habe den Radiusregler, wo ich sagen kann, wie groß wird jetzt der Radius, der jetzt an der Kante dunkler und dunkler wird oder heller und heller. Und ich kann über den Schwellenwert sagen, wie dass das da hinten jetzt auch geschärft wird, also gleichmäßige Farben oder wie, wo jetzt gleichmäßige Farben nebeneinander sind, dass da nicht geschärft wird. Und ich kann das Ganze einfach von da einsteuern und dann exportieren. Das macht Capture One einfach viel, viel besser. Das muss man eindeutig sagen. Ich schalte das da jetzt wieder aus. Nur, dass man es einmal gesehen hat. Genau, in Lightroom, wie gesagt, muss ich es einfach rausrechnen. Und danach schauen, was mir gefällt. Was so denkst, ja. Ich habe, wie gesagt, für die Webseite bei mir eingestellt, dass er immer schärfen Bildschirm hoch macht, bei 1600 Pixel. Und das ist jetzt nur nicht richtig massiv. Also man kann jetzt sagen, hoch, Standard oder niedrig. Wenn man jetzt auf Papier rausgeht, hat man jetzt auch noch hoch, Standard oder niedrig. Ja, bei mir, wie gesagt, Monitor in hoch. Also schärfen, ganz ein wichtiger Punkt. Fragen dazu? Man kann natürlich kreativ schärfen oder lokal schärfen in Photoshop oder kann jetzt einen Lightroom dort noch reinpinseln und schärfen. Das ist alles völlig legitim, man muss einfach nur wissen, was man macht. Sage ich mal. Was wahrscheinlich eher das Problem an der Sache ist. Aber prinzipiell wisst ihr jetzt, wie es gehen könnte? Ja, eben da über die Regler. Da, wie gesagt, Low-Frequency-Schärfung, relativ dezent bei dem. High-Frequency-Schärfung, da überhaupt keine Schärfung, also falsch. Nur zum Mitschreiben, High Frequency, ich will quasi die Details hervorheben. Ich will einen Radius eher niedrig haben, weil ich die kleinen Bereiche schärfen will. Ich will eher stärker schärfen. Und beim Maskieren so, dass ich gleichmäßige Flächen möglichst nicht schärfe, weil dann kriege ich in den Flächen eben das Bildrauschen nur verstärkt rein. Das eben zum Aufpassen. High Frequency Schärfung. Genau, und Low Frequency Schärfung. Okay, da irgendwelche Fragen. Nein. Passt. Dann schauen wir mal in ein Gebiet, was uns wieder so ein bisschen einen Schritt zurückbringt, wenn man so möchte. Und zwar, ich gehe da wieder daher. Ich habe zuerst ein Profil erstellt. Ganz oft ist es aber so, dass ich nur mit einer Kamera fotografiere und eben einen Monitor habe, dem ich vertraue. Und wenn der Monitor und die Kamera, das Ausgangsmaterial so halbwegs passen, dann ist es mit der Profilierung. Wenn man es quasi eher auf Bauchgefühl einstellt, kann man es auch jetzt kreativ ansetzen, das Ganze. Und seit ein paar Versionen von Lightroom, beziehungsweise seit CC 18, 19, irgend sowas, ich weiß gerade gar nicht mehr,
gibt es da jetzt den Profilbrowser, den wahrscheinlich jeder schon gesehen hat. Hoffentlich. Wenn nicht, jetzt seht ihr das erste Mal. Ihr müsst das auch nicht zugeben, dass ihr noch nie gesehen habt. Und da im Profilbrowser ist jetzt so, ich mache da mal alles zu, ist jetzt so, dass ich halt die Möglichkeit habe, auf gewisse vordefinierte Profile zuzugreifen. Eben entweder so Kamera RAW Standards, so eben Vivid, war das jetzt in der Kamera, oder Landscape, oder Portraiture, oder Neutral, oder Adobe Standard ist eben der Standard. Das ist das, was man in der Kamera einstellen kann, so ungefähr. Dann gibt es auch die Kameraanpassungen nur mehr für hell, klar, was auch immer. Ja. Geschmackssache. Und es gibt dann auch noch so künstlerische Profile, wo man jetzt in gewisse künstlerische Arten reinschauen kann. Und man kann sich halt aus dem Schatz an Profilen, Schatz unter großem Anführungszeichen, eben jetzt irgendein tolles Profil aussuchen. So, jetzt war es aber natürlich irgendwie cool, dass man sich Profile selber machen kann. Weil es war doch total witzig, wenn ich sagen könnte, ich fotografiere da mit Sony und jeder weiß, wenn er Fuji kauft, Fuji ist total cool, weil Fuji ja zum Beispiel den Classic Chrome Film Emulation drinnen hat. Und dann könnt ihr, obwohl ich mit Sony fotografiere, einfach sagen, ich mag da auf meine MD Fuji Film Presets zugreifen und habe auf einmal Classic Chrome als Ausgangsmaterial für meine Fotos da drinnen. Das ist schon ein bisschen advanced, also dass man das da kriegt. Aber ich kann jetzt auch quasi ein Level zurückgehen und sagen, ich will mir einfach eigene Profile erstellen, was, wie die ja immer ausschauen sollen. Je nach Lust und Laune, Bauchgefühl oder wie auch immer. Und das schauen wir uns jetzt eben an, wie man eigene Profile erstellen kann, was im Internet echt nicht so einfach zum Suchen, also zum Finden ist, weil es zurzeit noch echt nicht so einfach ist, aber ich zeige es euch jetzt, wie es geht. Okay, also, ich will jetzt irgendein Profil erstellen. Jetzt schauen wir uns einmal das Basic-Grundlagen der Profilerstellung an. Und zwar öffne jetzt einfach einmal irgendein Bild in Photoshop. Ich gehe nochmal da zurück in Lightroom. Ich meine, es könnte jetzt auch ein weißes Bild sein, es ist eigentlich völlig egal. Aber ich starte einfach mit einem Standardbild, auch mit Color Checker, weil dann sieht man, wie sich die Farben verändern. Dann bin ich jetzt in Photoshop. Ich gehe übrigens sehr, sehr oft mit 8-Bit raus, weil es einfach ausreicht für ganz viele Sachen. Die 8- und 16-Bit-Geschichte könnte man noch auch noch anschauen. Aber ich gehe jetzt einfach einmal so raus. Und wie kriege ich jetzt ein Profil? In zwei verschiedenen Arten. Aber ich zeige euch die nur einfachere. Und zwar, und einfach unter Anführungszeichen. Es gibt ja in Photoshop Camera RAW und das kann ich jetzt auch da mit Camera RAW als Filter machen. Ich kann das auch in ACR, also in Adobe Camera RAW genauso machen. Und da herinnen könnte ich jetzt, damit wir jetzt einmal ein einfaches Beispiel machen, kann ich da jetzt in die Teiltonung gehen und in der Teiltonung kann ich sagen, ich mag die Tiefen zum Beispiel blau haben und ich mag die Lichter zum Beispiel irgendwie gelblich haben oder so. So, sagen wir mal, das ist das, wie alle meine Daten ab jetzt oder mit einem Profil für Teiltonung ablegen möchte. Dann kommt jetzt der Punkt, wo ich da in ACR auf die Vorgaben gehe und das sind so die Vorgaben, wo ich das speichere. Also da könnt ihr jetzt sagen, ich mag jetzt meine Vorgaben speichern, dann klicke ich da unten drauf und kann sagen, in dem Fall mag ich jetzt einmal nur meine Teiltonung speichern. Das ist aber Vorgabe, das ist ja kein Profil, das ist eine Vorgabe. Also wollen wir das nicht. Wir wollen ein Profil und dazu klickt man auf den kleinen Profil oder neue Vorgabe Speicherbutton mit gedrückter Alt-Taste drauf. Warum auch immer. Es ist immer alt, alles ist immer gut. So, und jetzt sehe ich, mir steht nicht mehr neue Vorgabe da, sondern ein neues Profil. Und ich kann da jetzt hergehen und MD Teiltonung eingeben. Das mag ich in die Gruppe meiner MD-Profile reinwerfen. Und was mag ich mitnehmen? Ich mag die Teiltonung dabei haben. So, also wirklich nur das eine, was ich da eingestellt habe, die Teiltonung, sollte in dem MD-Teiltonung-Profil drinnen sein. Und das war's. Jetzt kann ich auf OK oder Abbrechen klicken, das ist wurscht. Ich gehe mal in Lightroom, weil den muss ich wieder zumachen, damit das Profil auch geladen wird. Mache Lightroom wieder auf. Gehe dann rechts oben in den Profilbrowser rein. Komm. Im Entwicklermodul, rechts oben in den Profilbrowser. Zack. Kann dort in meine MD-Profile gehen. Und habe da jetzt mal MD-Teiltonung. Und wenn man da jetzt natürlich in die Teiltonung schaut, wird es ja schon erraten haben, wenn ich es finde, ist das natürlich auf 0. Weil die Einstellung, die ich vorher gemacht habe, ist jetzt mein neues Startprofil. Und ich kann über das wieder alles drüber bauen, was ich haben will. Das ist keine Vorgabe, das ist ein Profil. Das ist das, wie jetzt meine Farben interpretiert werden.
Jetzt kann man natürlich sagen, so hat das relativ wenig Sinn, weil das kann ich mit Vorgaben genauso machen. Ist vielleicht sogar einfacher. Und da sage ich, stimmt. 100% sogar. Entschuldige, aber wenn ich mich blamier vor allen anderen, was den Unterschied zwischen Vorgaben und Profilen wirklich jetzt kommt. Blamieren kann man sich nie. So, also ich gehe jetzt zurück, so ist aus der Kamera rausgefallen und ich bin im Entwickelmodul. Was ist der Unterschied zwischen Vorgaben und Profilen, ist die Frage, für die, die uns dazugehört haben. Ich kann jetzt, wenn ich sage, ich würde in Lightroom, ich mache jetzt quasi nur mal genau das Gleiche, aber jetzt als Vorgabe, ich mag die Lichter irgendwo da haben, ich mag die Tiefen irgendwo da haben, dann tue ich es normalerweise im Entwicklermodul links als Vorgabe speichern, sage Vorgabe erstellen und kann da drüben wiederum sagen, nichts auswählen, nur die Teiltonung als in einer unbenannte Vorgabe und drücke OK und habe da jetzt herinnen, na, irgendwo da unten unter Benutzervorgaben, habe ich da jetzt herinnen meine unbenannte Vorgabe. Und wenn ich jetzt sage, ich mag einmal alles drucksetzen, dann sieht man da ist nichts. Wenn ich jetzt auf meine unbenannte Vorgabe gehe, klick, dann speichere ich die Regler. Das ist eine Vorgabe. Ein Profil, ich setze das Bild wieder zurück, Command-Alt-Shift-R, ein Profil speichert Farben oder wie ich will, dass Farben ausschauen sollen. Und ich kann da jetzt sagen, ich mag eben die MD-Teiltonung, die Farben, wie ich es eingestellt habe, als Profil drüberlegen, kann aber da nach wie vor alles einstellen. Das heißt, das hängt nicht mit den Regler zusammen. So ist vielleicht nur ein bisschen abstrakt und komisch. Und so macht es de facto wirklich kaum einen Sinn. Wo es jetzt aber Sinn macht, ist Folgendes. Ich mache das einmal zu, das brauche ich nachher, beziehungsweise, das lasse ich offen. Es gibt jetzt verschiedene Programme, beziehungsweise man kann auch in Photoshop LUTs erstellen, Lookup Tables. Lookup Tables braucht man fürs Filmen, da aber Bewegtbild und Standbild immer weiter zusammenwächst, braucht man Lookup Tables einfach immer, immer mehr. Und das Tool, was man sich vielleicht einmal anschauen sollte, ist 3D LUT Creator. Ist ein sehr, sehr heftiges Programm, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Wird von einem Russen entwickelt, deshalb ist es jetzt nicht heftig, aber es ist halt einfach, es ist ein Monster, anders kann man es gar nicht sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil es ja vor kurzem aktualisiert worden. Und ich hole mir jetzt aus Photoshop das Bild rein. Das heißt, mein 3D LUT Creator hat da jetzt das Bild herinnen. Und mein 3D LUT Creator funktioniert zum Beispiel so, wenn ich sage, die Hauttöne, die jetzt einfach in dem Bereich sind, ich mag die Hauttöne jetzt irgendwo anders haben oder ich mag jetzt Hauttöne irgendwie angleichen oder was auch immer, dann kann ich da jetzt reinklicken und kann jetzt einzelne Farben verschieben. Nach außen werden es mehr gesättigt, nach innen werden es weniger gesättigt. Wenn ich es jetzt woanders hinschiebe, dann schiebe ich jetzt einfach in den anderen Bereich rüber, wo ich es halt haben will. Und dahinter steht einfach eine Lookup-Tabelle. Das heißt, wenn ich jetzt nicht übertreibe und ein bisschen aufpasse, kriege ich auch kaum Farbtonabrisse. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren, was man damit machen kann. So. Ich setze das Ganze mal schnell zurück. Ich kann jetzt auch mit gedrückter Shift-Taste das jetzt heller machen oder dunkler, wenn ich das haben will. Oder ich kann jetzt nur 1000 andere Sachen machen. Das ist jetzt irgendwie das Zugänglichste. Wenn ich es jetzt einmal einfach haben will, dann gehe ich da in den Look Manager rein, unter Window, und kann da jetzt auf, was machen wir denn, was irgendwie sinnvoll ist, ich gehe dann in die Kreativen, also Creative LUTs rein, und gerade jetzt, wenn man im Filmbereich ist, dann wird man ganz, ganz oft den Orange Teal Look sehen. Das ist der. Zack, den wende ich einmal an. Und was das Ding jetzt macht, ist ja, dass er meine Farben, also alle Farben, die vorher da außen gelegen sind, das sieht man an dem weißen Pfeil, wenn ich da drüber fahre, werden jetzt in den Bereich verschoben und alle Farben von da oben werden jetzt in den Orange-Bereich verschoben, so dass aber die Hauttöne fast nicht verschoben werden. Wenn ich jetzt aber will, dass zum Beispiel die Hauttöne nur woanders sind, dann kann ich mir die da jetzt markieren und über den Regler einfach sagen, ich will vielleicht nur mehr in die Richtung rüber oder wohin auch immer. Vielleicht gehe ich da jetzt mehr da mehr, zum Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt alles da hinschieben, wo ich es haben will. Was ziemlich genial ist. Dann gibt es noch verschiedenste Kurven, wo man auch noch Anpassungen machen kann, aber bleiben wir mal da. Und jetzt kann ich sagen, von dem vorher zu dem nachher, das will ich als Profil gespeichert haben, weil ich einfach das als coolen Look finde. Und ich kann das dann nämlich auf Video genauso anwenden, das nur so nebenbei. Und jetzt exportiere ich mir das da einfach einmal raus als Orange Teal Skin, weil ich das Skin noch ein bisschen anpasst habe. Und nicht als 3DL, das ist wichtig. Das wäre jetzt ein 3D LUT File. 3DL, das braucht man für Videoprogramme. Adobe braucht ein Cube File. Cube. Ist aber intern mehr oder weniger das Gleiche.
Also ich save mir das jetzt einfach mal raus. Jetzt wird quasi mein Cube-File auf den Desktop geschrieben. Saven, also ich speichere mir jetzt auch noch das 3D-LUT-File auf den Desktop raus, weil mir eigentlich gefällt. Das brauche ich nämlich für was anderes dann. So, jetzt habe ich das angewendet und also rausgerechnet. Jetzt gehe ich in meine Originaldatei in Photoshop, gehe da in Camera Raw, gehe da rechts in die Vorgaben, mache einen Alt-Klick da drauf, nenne es jetzt MD Orange Teal Skin, speichere das da jetzt in meine MD-Profile und jetzt kommt's. Da oben kann ich nichts einstellen, weil da oben habe ich nichts geändert. Mir geht es nur darum, dass ich eine Look-Tabelle laden will, stopp, dass ich eine Farbsuch-Tabelle laden will und ich nehme mir jetzt die Cube, drücke auf Laden und klicke da jetzt auf OK. Und ich habe jetzt das in dem Profil angewendet. Damit wir uns das anschauen, gehen wir da rüber. Das kann ich mich da auch anwenden. Gehe in meine MD-Profile rein. Und in meine MD-Profile gibt es dort das MD Orange Skin. Das kann ich dort anwenden, wenn ich es anwenden will. Gleiches Spiel in Lightroom. Da muss ich ihn vorher als erster Tour machen, weil ich muss ja die Profile neu laden lassen. Und das Bild kann ich dann Photoshop auch mit zumachen. Gehe da wiederum in Lightroom rein. Und in Lightroom kann ich jetzt natürlich hergehen und sagen, hey, ich will jetzt auf die Daten oder auf alle oder wie auch immer das Profil anwenden. Ich setze nochmal alles zurück, so ist eben aus der Kamera rausgefallen. Jetzt gehe ich in Lightroom in den Profilbrowser, gehe da in meine MD-Profile rein und habe da jetzt mein MD Orange Teal Skin. Kann das anwenden und habe das jetzt auf die Daten drauf. Und das ist nach wie vor ein RAW-File, was jetzt die Farbinterpretation von meinem Profil drüber liegen hat. Und von da kann ich jetzt alles machen, was ich will. Was einfach sehr cool ist. Also richtig. Was nämlich das Interessante an dem ist, ist nämlich folgendes. Nicht, dass man da jetzt irgendwie kreativ Formen so machen kann. Das ist cool. Aber das wirklich Spannende ist, dass ich mit der Technik, wenn ich über LUTs, also über Lookup-Tables arbeite, den Lightroom-Look oder den Capture One-Look oder was auch immer nicht mehr habe, sondern ich mache in der Software ein neutrales Bild und kann dann danach über quasi extern oder davor, wie es in dem Fall vom Workflow ist, quasi den Look drüberlegen, wie ich ihn haben will. Das heißt, ich bin auf einmal nimmer von meinem Programm abhängig. Und das Coolste ist, ich kann halt genau den 3DL-File in Premiere oder Resolve oder wo auch immer in Final Cut verwenden und den Farblook genauso auf Bewegtbild auch drüberlegen. Und auf einmal ist egal, ob ich fotografiere oder Film mache. Und das ist was, so Zukunft und so, ganz, ganz wichtig. Irgendwelche Fragen zu dem? Nein. Der kostet eine wenige, weil ich jetzt für das, was er kann, sind es glaube ich $200 oder so, also wurscht. Und es gibt da kleinere Versionen, die jetzt nicht so teuer sind, oder sind es $300. Wie gesagt, für das, was er kann, vollkommen egal. Vollkommen egal. 3D LUT Creator. So heißt das Ding. Nein, Mac und Windows. Er rennt sogar auf Windows ein bisschen stabiler. Ja, leider. Also, ich darf da immer empfehlen, wenn es quasi ein Update gibt, dass man sich immer überlegt, ob das gut ist, dass man aktualisiert. Aber es ist, ich sage mal, für das, was er kann, passt das schon. Und im Grunde geht es darin wiederum nur darum, dass ich eine Textdatei bearbeite. Also ein LUT-File, ein Lookup-Table, ist nichts anderes wie eine Textdatei. Der sagt, die Farbe, die vorher da war, Nummer 3, ist halt jetzt 7. Vereinfacht gesprochen. Nur habe ich das mit einem relativ crazy Interface, wo ich ganz, ganz viel, ganz arge Sachen machen kann. Und was ich eben zuerst gemacht habe, wo es eben gesehen habt bei den Profilen, habe ich ja meine Fuji-Profile da. Und ich habe jetzt einfach von einer Bekannten alle Fuji-Profile durchfotografieren lassen mit dem Color Checker, habe mir aus dem quasi eine Referenz geschrieben, habe dann meine Color Checker-Fotos draufgeladen, habe die Referenz drüber geklickt oder halt einfach den Abgleich von der Referenz draufgeben. Und auf einmal habe ich die ganzen verschiedenen Filmlooks, die ich verwenden kann. Das heißt, ich kann im RAW-File die JPEG-Filmlooks, die halt, also die, was ich bei Fuji nur in JPEG anwenden kann, jetzt auf meine RAW-Files, wenn ich es haben will. Und das ist halt wirklich ziemlich cool, wenn man weiß, wie das geht. You saw it here first. Okay, haben wir irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ja, vielleicht kann das durchaus ein Problem sein. Aber ich habe nicht genau erklärt, wie es geht. Weil das, dass man das zusammenkriegt, da sind ein paar
nur speziellere Zwischenschritte. Das lasse ich einmal außen vor, weil das ist echt schon sehr speziell, was man da machen muss, aber es geht. Verkaufst du nicht viel? Noch nicht, nein, das traue ich mir nicht. Feig. Ja, nein. Mit dem Wissen, was ich jetzt gezeigt habe, könnt ihr das nur nicht ganz machen. Vielleicht so ein kleiner Hint. Ich setze einmal das schnell zurück, indem ich sage, ein neues Profil. Ich habe da ein Target und es gibt da oben ein Target-Tool und das ist eben da jetzt der Color-Checker, wo ich jetzt einfach sagen kann, okay, ich will jetzt einfach mit dem Target mein Profil erstellen und so als Idee, das lagert man dann da drauf und die Idee ist quasi nur so kurz erklärt, da sehe ich mal, die Farbe soll die Farbe sein, also das muss ich dann da händisch drauflegen. So, und das ist dann da und das ist dann da. Und ich kann jetzt von dem mein Bild, genauso wie mit dem Color Checker, kann ich da jetzt mit dem mein Profil matchen. Ich drücke jetzt einfach mal schnell drauf auf Match, zack, und habe das jetzt gematcht. Wenn ich jetzt aber bei dem Profil nicht die Color Checker Farben, Referenzfarben habe, sondern die Farben, wie eben dann der Fuji Kodachrom ausschaut, und ich match das eben auf die Farben hin, dann kann ich einfach das Bild genau dahin dran, wo ich es einfach vorher von einer Referenz genommen habe. Ja, ist jetzt aber auch nicht komplett von mir, aber das gibt es im Internet genau noch in einem YouTube-Video. Aber auch nicht so, sondern mit einer anderen Anwendungsform. Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn ihr die Fuji-Files hätte. Ja. Ist, wie gesagt, mit dem Tool möglich. Und da sind noch ganz viele andere Sachen möglich. Einfach nur so, dass man da ein wenig dran denkt, dass es mehr gibt als Lightroom, Photoshop und Capture One und sonstiges. Einfach einmal, dass man das kurz gesehen hat. Was natürlich ziemlich cool ist. So, schauen wir ganz kurz auf die Uhr. 6:30. Und ich schaue ganz kurz auf meine Mindmap, was ich mir sonst noch so gedacht habe. Habt ihr irgendwelche Fragen in der Zwischenzeit? Hammer. Ah, Smart Previews habe ich noch nicht erwähnt. Das kann ich nur kurz machen. Das habe ich schon. Wenn es zeitlich ausgeht, wo es keine Protesten von der Gruppe gibt, dann würde ich mich freuen über ein paar Worte über den optimalen Workflow grundsätzlich. Mhm. Nicht nur jetzt so schon so ein Detail. Ja, wie gesagt, das würde jetzt eher so in die. Der Ansatz war so wirklich so raw, also was ist mit raw möglich. Ja. Gar nicht so, mein Workflow steht drin, darum zeige ich natürlich auch gerne was her. Eine Kleinigkeit nur zum RAW-File und dann können wir das gerne anschauen. Und das zwar, ich sage mal, ich habe ein paar Tricks, die wahrscheinlich ganz okay sind. Also es versäumt nichts, wenn wir das jetzt machen. Und jetzt irgendwas anderes jetzt nicht. Ganz Kleinigkeit nur. Eine spezielle Art von einem RAW-File mag ich auch noch herzeigen. Und zwar sind das Smart Previews. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass man ja in Lightroom Smart Previews erstellen kann. Die wenigsten wissen, was Smart Previews sind, so richtig. Und das sind die normalen Previews, das sind meine Smart Previews. Smart Previews hat jetzt das auf sich. Ich habe da jetzt der Rechner, der da ist, ist mein Hauptrechner. Da gibt es nichts anderes. Und ich habe in meinem Lightroom-Katalog knapp 70.000 Fotos, 68.000. Also ein großer Katalog für alle Fotos, ist wichtig. Und ich habe aber auf der internen Festplatte nur 840 Fotos. Auf der externen Festplatte sind die restlichen 60.000 Fotos. Auf der internen Festplatte sieht man, dass ich da jetzt nirgends meine Drohnenfotos habe. Ich habe euch aber da zuerst beim Schärfen, das ist da, habe ich da Fotos von, das darf ich gar nicht sagen, dass das jetzt mit einer Drohne aufgenommen worden ist. Da. Sagen wir da ein Drohnenfoto. Und ich kann mit dem Foto quasi einzoomen, ich kann mit dem Foto ins Entwicklermodul reingehen, es ist aber nicht das Originalfoto da. Und genau das ist der riesengroße Vorteil von einem Smart Preview oder einer Smart Vorschau. Smart Vorschau bedeutet, dass die Datei, die jetzt auf der externen Festplatte da drüben liegt, nämlich da, dass die nicht vorhanden sein muss, dass ich auf ihr arbeiten kann. Das Original ist jetzt einfach nicht quasi greifbar. Ich habe mir zuvor ein Smart Preview erstellt. Das Smart Preview ist übrigens, dass man sieht, was das ist, wird eben da in der MD Gesamt Classic, das ist mein Ort, also mein Name für einen Katalog, Smart Previews LR Data Datei abgelegt. Und da erinnern hat Lightroom halt einfach irgendeine wüde Datenstruktur. Und da herinnen liegt halt irgendwo, das ist jetzt irgendeins, ein DNG, und zwar ein verlustbehaftetes DNG, was auf der längeren Kante 2560 Pixel groß ist und deshalb maximal 0,5 bis 1 MB groß.
Das heißt, ich kann jetzt meine großen RAW-Files, die halt jetzt irgendwo auf einer externen Festplatte liegen, bevor ich es auf die externe Festplatte rüberschiebe und die externe Festplatte eben nicht da ist, kann ich Smart Previews berechnen lassen und ich kann dann danach unterwegs, ohne dass ich die Original-Files da habe, mit den Smart Previews arbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Gerade wenn es darum geht, ich will nicht alles einfach mitnehmen oder ich kann einfach nicht mehr alles mitnehmen, weil ich natürlich keine Terabyte in einen Laptop reinkriege. Das so als kleine Idee. Wie erstellt man Smart Previews? Das ist vielleicht nur die Frage, was jetzt alle gestellt haben. Wenn ich jetzt drauf komme, okay, ich mag jetzt die Fotos von der Tina in dem Fall auch lokal dabei haben, wenn ich es irgendwann auf die externe Festplatte schiebe, dann markieren wir die Fotos. Ich mache es jetzt nicht für alle, weil das dauert sonst zu lang. Markieren wir einfach die Fotos und kann jetzt über Vorschauen gehen und Smart Previews erstellen klicken. Oder nur leichter im Histogramm unten links, da wo jetzt ein Dreier steht. Ja, die lasse ich am das da stehen, damit ihr das abschreiben könnt, falls ihr wollt. Wenn ich es quasi schneller haben will, im Histogramm unten links, da ist eben das Quadrat oder das Rechteck mit dem Dreier, da steht Originalfoto. Wenn ich da draufklicke, erstelle genauso ein Smart Preview. Also da. Und Originale ohne Smart-Vorschau, wenn ich da draufklicke, kommt genau der gleiche Dialog wie da drüben. Und ich kann sagen, ja passt, erstellen wir jetzt bitte die drei Smart-Previews, zack, ist schon fertig. Und jetzt sehe ich mir eben meine RAW-Files, Originale und die Smart-Previews da. Ab dem Moment, wo der Ordner auf die externe Festplatte rauskommt, sind natürlich nur mehr die Smart-Previews da. Die Frage, die normalerweise dann auch immer kommt, muss ich dann irgendwie das wiederum synchronisieren, wenn ich die externe Festplatte anstecke? Nein, das macht Lightroom von selber. Nicht drüber nachdenken. Ich bin mir jetzt hier verstanden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo bist und nicht nur mehr das kleine Backel mit und ich arbeite jetzt dran und bearbeite, weil ich die jetzt gerade brauche, dann kann ich das bearbeiten und dann die Systeme wieder connecte mit der externen. Ist das alles wieder safe? Gar nichts, ich muss nichts machen. Ich stecke es nur an. Zum Arbeiten, also wenn ich da jetzt wiederum zu den Drohnenfotos gebe. So. Aber ich brauche ich quasi, wenn ich, also meine Frage ist, wenn ich dann, ich brauche dann wieder immer die externe Festplatte und das fertige Foto dann zu verschicken. Genau, mit den Einschränkungen. Bis 2560 Pixel kann ich damit alles machen. Ja. Immer auch mit kleiner gerechnet und verlustbehaftetes DNG, wir erinnern uns ganz am Anfang. Ja. Kann ich alles damit machen. Wenn ich halt das groß ausdrucken will oder weitergeben oder was auch immer, stecke es an, drücke auf Exportieren und er greift natürlich auf das Große zu. Wenn es nicht angesteckt ist und ich exportiere es in Originalgröße, sagt er, hey, das geht nicht, weil ich habe es nicht da. Wenn ich aber sage, ich exportiere es mit 2560 Pixel auf der langen Kanten, dann geht's. Weil das hat er ja da. Genau. Und das ist eben da so der Punkt. Und das kann man übrigens beim Import, kann man da oben auch sagen, Smart Vorschauen erstellen. Dann wird mit jedem Foto, das importiert wird, automatisch Smart Preview erstellt. Die Frage ist, ob man es braucht. Wahrscheinlich nicht immer. Ich mache es wirklich gezielt für da, wo es einfach wirklich haben will und braucht. Was ist der Vorteil, wenn ich eine 1:1-Vorschau mache? Okay, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass wir sagen, für alle, die mitschreiben, Workflow, Doppelpunkt. Ich erstelle mir jetzt einfach einen neuen Katalog. Prinzipiell empfehle ich, dass man einen großen Katalog für alles hat. Ich habe wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige eigene Anwendungsfälle, wo ich einen eigenen Katalog habe. Das ist genau bei mir einmal im Jahr, wo ich am Ars Electronica Festival von 2 oder 3 oder 4 Fotografen die Fotos zum Bearbeiten kriege. Die gehen alle durch mich sozusagen. Ich gebe die dann an 4 Leute weiter, die es dann auf Flickr hochladen. Also ich bin nicht das Bottleneck, sage ich mir dazu. Und das ist einfach in einem eigenen Katalog und wenn das Projekt fertig ist, kriegt das AS die Festplatte mit dem Katalog und ich habe genau gar nichts mehr. Fertig. Für das mache ich einen eigenen Katalog, weil das will ich nicht bei mir haben. Und wenn man jetzt so einen abgeschlossenen Katalog braucht oder irgendein abgeschlossenes Projekt hat, dann ist gut, dass man so denkt. Ganz wichtig, bevor man einen neuen Katalog erstellt, wenn man natürlich viele Bilder bei sich drinnen hat, ist für mich das absolut Wichtigste in Lightroom die Sammlungen. Und das ist auch das, was wir uns jetzt in nächster Zeit anschauen werden, wenn es jetzt um Workflow geht. Und damit wir das so ein bisschen im Hinterkopf halten können, da sieht man, wie bei mir Sammlungen ausschauen. Ich habe da jetzt zum Beispiel Projekte. Wenn wir jetzt das Projekt da anschauen, das war die Tanja. Innerhalb von Tanja gibt es jetzt quasi alle Fotos. Es gibt die Fotos, die ich geblockt habe, die Fotos, die schwarz-weiß sind, die auf Instagram sind und irgendwo was mit quadratisch herzeigt, keine Ahnung. Bei Tina ist zum Beispiel so, dass da jetzt noch Unterprojekte gibt
Und da habe ich etwas anderes gezeigt, das haue ich einmal weg. Ja, genau, ich weiß schon wieder, wo das war. Das brauche ich nicht. Aber zum Beispiel das Fitness-Ding, was ich für X-Ride verwendet habe, das war das. Das sind die Fotos, was wir auf der Kamera gestirnt haben. Das sind alle Fotos, da alle Fotos kommen dann auch gleich noch. Die Schwarz-Weiß-Fotos, Instagram, da gibt es ein Video auch noch dazu, darum sind es noch zwei. Und eben für einen Webinar-Teaser für X-Ride die Fotos. Das heißt, man sieht, da gibt es eine gewisse Logik da drinnen. Und auf was man da aufpassen muss in Bezug auf wirklich Workflow, zeige ich jetzt einfach in einem neuen Katalog her, weil dann kann ich alles nochmal neu erstellen. So, Photoshop brauchen wir dann nicht mehr. Geil. Und zwar, da ein ganz frischer neuer Lightroom-Katalog. Und wir starten jetzt einmal damit, dass wir importieren. Ich gehe einmal davon aus, dass jeder, der da drinnen sitzt, weiß, wie man importiert, prinzipiell. Falls irgendwer das nicht weiß, schreit einfach. Was ich beim Importieren normalerweise mache, ist, ich stecke die Speicherkarte in den Rechner ein, öffne den Importdialog, Command-Shift-I, und das Einzige, was ich da in dem Importdialog mache, ist, dass ich da unten auswähle, mag ich es als RAW importieren oder als DNG. Dann drücke ich auf Importieren. Ich schaue jetzt nicht mehr drüber, was da steht, weil ich weiß, wenn da unten eben meine Importvorgabe ausgewählt ist, dann stimmt's. Das ist das Einzige, was ich da mache. Importieren, los. Nicht mehr drüber nachdenken. In dem Fall jetzt, wo ich von der Festplatte importiere, ist ein bisschen speziell, aber ich erkläre, bevor ich importiere, was ich bei mir eingestellt habe, und wir kommen da jetzt auf Fragen, falls ihr Fragen habt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da jeder schon mal importiert hat. Zu den Vorschauen, da gibt es immer ganz viele Fragezeichen. Minimal braucht man nie. Standard nimmt Lightroom das, was zum Monitor am sinnvollsten ist, von der Monitorauflösung. 1:1 bedeutet, dass beim Import ein 1:1 JPEG, also 1:1 in Pixelmaße gerechnet wird. Kann man machen, wenn man es braucht, muss man nicht unbedingt. Viele Leute arbeiten mit Photomechanics beim Importieren, weil so heißt, Photomechanics macht die Vorschau so schnell und ich kann es gleich aussortieren, bla bla bla. Stimmt, warum? Weil Photomechanics auf das JPEG innerhalb von der RAW-Datei zugreift. Die Vorschau, die ihr jetzt nämlich auf der Kamera seht hinten, wenn ihr ein Foto macht und in RAW fotografiert, ist das JPEG von der RAW-Datei, das quasi in die RAW-Datei eingebettet wird. Von dem wird übrigens auch das Histogramm berechnet. Also aufpassen, wenn man aufs Histogramm schaut in der Kamera, das ist jetzt kein RAW-Histogramm, sondern das Histogramm vom JPEG. Drüber nachdenken, was das heißt. Ich lasse es einmal so im Raum stehen. Und genau das eingebettete JPEG, auf das kann ich zugreifen, wenn ich jetzt beim Importvorgang sozusagen nur reinkopieren will und jetzt keine Vorschaudaten berechnen sollte. Dass ich ganz, ganz schnell die Daten habe zum Aussortieren. Dann kann ich eingebettete und Filialdateien nehmen. Wenn ich jetzt mehr Zeit habe, ich nehme eigentlich fast immer Standard, kann ich Standard oder sogar 1:1 nehmen. 1:1 nehme ich eigentlich kaum. Aber das ist jetzt eben relativ neu dazugekommen und funktioniert recht gut. Hat natürlich einen Nachteil, und zwar, dass jetzt wiederum der Look, den der Kamerahersteller für seine RAW-Files hat, als erste Vorschau ist. Es muss dann quasi neu gerechnet werden. Irgendwann, wenn Lightroom idle ist, also im Leerlauf, werden jetzt die Vorschauen gerechnet. Aber für schnelle Aussortieren nimmt er wirklich die eingebetteten Vorschaudateien, die er in der RAW-Datei hat. Ich verwende normales Standard. Smart Previews haben wir schon vorher erwähnt. Also wenn ich jetzt eben die Daten auf irgendeine externe Festplatte schieben will, aber trotzdem bearbeiten will, mögliche Duplikate nicht importieren, ist glaube ich auch klar. Ihr könnt da gleich eine Sammlung hinzufügen, mache ich nicht. Was ich mache, ist eine Dateiumbenennung. Und zwar nenne ich das Microbranding. Das heißt, meine Files werden so umbenannt, dass ich meine Importvorgabe eben so habe, MD, meine Kürzel, und danach das Dateinamen-Suffix. Das heißt, die Dateinummer von der Kamera wird übernommen, davor wird einfach MD hingeschrieben. Also ein IMG wird weggeworfen, oder falls DSC vorhin steht, die Nummer bleibt aber, die Kamera hat, und davor wird MD hingeschrieben. Haben wir einfach irgendwann so angewohnt. Microbranding. Danach, bei den Metadaten mag ich natürlich meine Metadaten haben, ist auch klar, sage ich mal. Und zum Importieren mag ich es nach Datum importieren, und zwar nach dem Datumsformat. Und die Quelle oder das Ziel ist der 2019er Ordner. So, und jetzt kommt's. Durch das, dass ich da unten eben das Ganze, was ich gerade gesagt habe, als Vorgabe gespeichert habe, brauche ich nur mehr reingehen, und wenn ich da in dem Dialog jetzt sehe, dass da hinten in Klammer auch bearbeitet steht, das wird jetzt auf der Auflösung abgeschnitten, dann weiß ich, dass irgendwas von meinen Importvorgaben nicht stimmt. Was ist das, was ich mache? Ich klicke da drauf, wähle jetzt zum Beispiel
RAW-Import aus. Alle Einstellungen sind so, wie ich es haben will. Und ich klicke auf Importieren. Das ist alles, was ich überprüfe. Und die Daten kommen rein. Gibt es einmal da irgendwelche Fragen zu dem? So, in dem Fall jetzt sage ich hinzufügen und ich nehme da jetzt einfach einmal, was nehme ich denn? Nehme ich Tanja. Nehme jetzt die Fotos von der Tanja, klicke in dem Fall hinzufügen, sie sind schon da, wo sie hinkehren, klicke auf Importieren und sie sind sofort da. Zack. So, übergeordneten Ordner anzeigen, liegt eben im 2019er da drinnen. Also wenn ich normalerweise importiere, dann kommt ja nur rein 2019-01-31, dann einen Rechtsklick und auf Umbenennen. Das ist das nächste nach dem Import, nachdem die Vorschaudaten erstellt worden sind. So, Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 beim Import, was ganz, ganz wichtig ist, Sammlungen. Und zwar habe ich jetzt einen Sammlungssatz, der heißt in dem Fall Projekte. Innerhalb von dem Sammlungssatz gibt es einen, der heißt Tanja. So. Und da herinnen gibt es eine Sammlung, die heißt Alle Fotos. Zu dem kommen wir nachher noch, warum ich das brauche. Und in Alle Fotos kommen jetzt alle Fotos von dem Ordner rein. Wundert man sich, warum brauche ich das, wenn das jetzt da oben ja genau das Gleiche ist. Wie gesagt, das braucht man erst ein bisschen später. So, und wenn die Daten jetzt herinnen sind, kommt jetzt der größte Spaß, nämlich das Aussortieren. Und beim Aussortieren ist bei mir so, dass ich immer in Gruppen denke. Und das ist, ich sage, das, was ich euch jetzt zeige, ist wahrscheinlich das schnellste Aussortieren, was es in Lightroom gibt. Falls irgendjemand etwas Schnelleres kennt, er möge es mir bitte sagen. Das ist, sage ich jedes Mal dazu. Ich habe bis jetzt noch nie was gekriegt, ich bin irgendwie traurig. Und zwar, ich gehe wie gesagt davon aus, dass ihr alle wisst, wie man mit Lightroom prinzipiell arbeitet und wir wollen jetzt wissen, wie man schnell arbeitet. Darum zeige ich das. Also, mehrere Bilder markieren, die jetzt irgendwie ähnlich sind. Auf die N-Fuge, Shortcut N, lassen wir mal unten den Filmstreifen an, dann sieht man es ein wenig besser. Und ganz wichtig, dass man im Bibliotheksmodul den Modus Synchronisieren auf Automatisch Synchronisieren umgestellt hat. Das ist, bleibt dann eh fix. So, jetzt habe ich die Bilder nebeneinander liegen und das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich es mit X ablehne. Das heißt, alle Fotos sind jetzt mit X abgelehnt. Vielleicht zeige ich euch das erste Mal her, was ich mache und dann erkläre ich es Schritt für Schritt, damit es logischer ist, was ich mache. So, und zwar ist, also ich erkläre mir jetzt auch ein bisschen dazu und dann nochmal ganz langsam. Als Erster gehe ich mal rein und sage, die Fotos, die ich nicht haben will, werden abgeklickt. Dann bleiben jetzt nur mit die über. Die kriegen ein U für Unpick und von den Fotos kriegen die ein P für Pick. Das heißt, das Paket habe ich gemacht. Das nächste, dieser X, von die beiden ist dieser X. Die beiden kalte mal, da kriegt keins ein Pick. So, das da drüben lasse ich auch da. Da sitzt zeitlich mit dem Fuß oben, das heißt bis daher X. Dann schaue ich wieder, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das, Command Z. Ah, es ist noch da. Ich habe Command H erwischt. So, Command Z wollte ich, das eine wollte ich haben. Nein, ich bin abgerutscht, das passt. U für Unpick und von die mag ich das als ein Pick haben. Dann, wo es eben so zu mir nach vorne sitzt, das sind die. Da haben wir das weg, das weg. Jetzt bin ich schon sehr auf der Grinsewelle unterwegs, aber ist egal. Dann da wiederum von vorn. So, das. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich arbeite mit drei Monitoren, wobei eins ein Cintiq ist und eins ein Eizo-Monitor, damit ich das groß sehe. Aber das funktioniert eigentlich relativ gut auf einem kleinen Monitor. Hm? Wie groß ist der groß? Wie groß? Nein, 27er. Ach so. CG. Aber halt Cintiq 24 ist da vorne groß, weil man dran sitzt, da hinten der 27er wegen der Farbe. Okay, jetzt wissen wir einmal, was ich da mache. Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass das irgendwie schnell ausschaut, hoffentlich. Und wenn man da jetzt hergeht, dann sieht man, ich habe in einem Aufwasch Bilder abgelehnt, aufgehoben und als gut bewertet. Und das immer für Bildpakete, die zueinander kehren, immer im Vergleich zueinander. Weil man kann es nur im Kontrast zueinander bewerten. Anders geht es nicht. Und jetzt schauen wir uns das an zum Mitschreiben. Also, vom Grundprinzip, ich nehme mit das, weil da haben wir eine überschaubare Zahl. Vom Grundprinzip sucht man sich einmal Bilder aus der gleichen Situation aus. Drückt auf die Taste N, damit man in die N-View kriegt und die Bilder im Vergleich da jetzt einfach sieht. Der nächste Schritt ist, dass ich auf X klicke, damit alle Bilder abgelehnt sind. Das gleiche funktioniert übrigens ein bisschen abgewendet in Capture One auch. Und jetzt konzentriere ich mich darauf, welche Fotos ich nicht haben will.
und mit gedrückter Command-Taste kann ich die Fotos aus meiner Auswahl wegnehmen. Das heißt, die beiden erreiche ich nicht mehr. Es sind die 1, 2, 3 aktiv und die mag ich mal aufheben. Also kriegen sie ein U, ein Unpick, damit die Fahne weg ist. Und jetzt konzentriere ich mich nur auf die 3 und sage, welches von den 3 ist cool? Das kriegt der P, ein Pick. Dann gehe ich wieder mit G in den Grid und nehme wieder die nächsten Bilder, die ähnlich sind. Dann nehme ich vielleicht die dazu. Und jetzt geht es wieder von vorne los. Also N, X, welche mag ich wegkommen? Das mag ich wegkommen. Das mag ich wegkommen. Die mag ich aufheben. U für Unpick. Von die 1, 2, 3, 4, welches ist da jetzt das Coolste? Keine Ahnung. Ja, N, Command Z. Ich wollte das haben, da passt mir die Hand mehr. Und das kriegt jetzt ein P für Pick. Dann gehe ich wieder in den Grid, in den Raster. Nehme mir von da wieder ähnliche. Druck wieder auf N für die N-View. Mit X ablehnen. Wirf einmal die weg, die ich jetzt nicht haben will. Sagen wir mal die zum Beispiel. U für Unpick. Und keine Ahnung, die beiden kriegen ein Pick. Dann gehe ich wieder auf G und gehe einfach so durch die ganzen Bilder durch. Entschuldigung. Ja? Das war jetzt schnell, ich kenne das nicht. Mhm. Wenn du diese Buchstaben druckst. Genau, was wenn passiert? Wenn du mit der Maus drauf bist oder aus der Kombination? Nein, gar nicht, einfach nur X. Also X ist. Also die Fahne da unten, das ist das P, weil es ausschaut wie Fahne, Pick. U ist Unpick, dass die Fahne weg ist und X ist Reject, durchgestrichene Fahne. Okay. Das ist das, was dahinter steht. Also ohne irgendwas, einfach P ist Pick, U ist Unpick, X ist Reject. Aber das gilt für die von dir jetzt markierten Fotos? Die Fotos, die einfach, wenn ich sage, okay, ich mag da jetzt die dunklen haben, auswählen, N-View, Reject mit X, auswählen, das ist ein Command-Klick ins Bild rein oder Steuerung-Klick ins Bild rein, zack, U für Unpick, X, damit, also Command-Klick wieder drauf und der P, damit ich das wiederum ausgewählt habe. Mhm. Und so kann ich wegwerfen, aufheben, auswählen in einem Durchgang. Schneller geht's nicht. Wenn wir was weiß, liebes Internet, sagt mir das bitte. Wie gesagt, immer ein zweiter Monitor, wo ich es groß sehe und dann auch schnell beurteilen kann und hin und her, aber das geht da auch so recht flink. Und jetzt ist so, jetzt da ich mit Command Backspace ist wiederum ein sehr schneller Weg, die abgelehnten Fotos löschen. Command Backspace. Ich kann sagen, vom Datenträger löschen. Darf ich jetzt natürlich nicht machen, weil die Fotos ja in meinem Hauptkatalog drinnen sind. Da ist schlechter Plan, darum lasse ich es so stehen. So. Und was ich jetzt danach mache, das ist übrigens über abgelehnte Fotos löschen. Command Backspace. Oder Steuerung Backspace auf Windows. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt die Picks, also die, die ich im ersten Bauchgefühl gesagt habe, das sind gute Fotos, dass ich die in eine Sammlung reinwirf. Das mache ich jetzt auch nicht, dass ich da in die Attribute reingehe, weil das ist natürlich viel zu langsam, sondern ich habe da oben bei den Bibliotheksfiltern natürlich wiederum einen Filter für Picks. Jetzt habe ich einfach genau die Picks ausgewählt. Command A, Rechtsklick, Sammlung erstellen, Auswahl. Ich nenne die immer erste Auswahl. Das ist so das Bauchgefühl. Und dann nehme ich die ausgewählten Fotos rein. Das sind einmal 12. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Jetzt brauche ich meine Fahnen nicht mehr. Die Fahnen waren in dem Fall dafür da, dass ich aus den Fotos die besten Fotos raussuche. Das heißt, ich blockiere mir die Fahnen nicht und gebe die Fahnen mit einem U weg. Jetzt nehme ich den Filter weg und ich habe natürlich da nach wie vor alle Bilder da, aber die Fahnen sind wieder zur Verfügung, dass ich mich jetzt konzentriere darauf, jetzt will ich vielleicht 4 Schwarz-Weiß-Fotos haben. Das heißt, jetzt denke ich dran, okay, meine Fahnen sind dafür da, das könnte ein cooles Schwarz-Weiß-Foto sein, das, das und das zum Beispiel. So, das heißt, ich gehe jetzt wieder umher, gehe in die Picks, habe da jetzt die 4 Fotos, neue Sammlung, BW, ausgewählte Fotos einschließen, mache jetzt extra einen langsameren Weg, nehme da jetzt wieder die Fahnen weg und schalte den Filter aus und habe da jetzt unter Black and White die 4 Fotos schwarz-weiß da. Wenn ich die jetzt aber schwarz-weiß mache, dann sind die Originalfotos überall anders natürlich auch schwarz-weiß. Das heißt, das darf ich natürlich nicht machen. Also, virtuelle Kopie anlegen. Jetzt habe ich die virtuelle Kopie für die Fotos da. Die Auswahl umkehren, die Originale rauswerfen. Das heißt, ich habe da in dem Black and White nur 4 virtuelle Kopien, die sonst nirgends drinnen sind. Und die werden schwarz-weiß gemacht. Und wenn man das jetzt ein paar Mal macht, dann kriege ich natürlich verschiedenste Varianten raus. Und dazu sieht man schon, warum es ihm wichtig ist, dass ich alle Fotos habe.
weil in alle Fotos, ich gebe da mal schnell das weg, in alle Fotos habe ich die Originalfotos, nenne ich es mal, die normal bearbeiteten Fotos. In meinem Ordner hätte ich ja natürlich daneben immer die Schwarz-Weiß oder die Instagram-Look oder was auch immer Fotos und die müsste ich dann händisch raussuchen. So kann ich sofort sagen, zeig mir mal die ganzen Original alle Fotos an. In dem Fall darf ich da den Color-Checker rauslöschen. So. Da habe ich meine Schwarz-Weiß-Fotos, die jetzt überhaupt nicht bearbeitet sind. Dann kann ich natürlich da reingehen und auch da wiederum zum Beispiel einen Ilford HP 5 Plus 400, den wir übrigens von der Nik Collection rausgenommen habe, über andere Art, wie man ein Lookup-Table erstellen kann. Das geht nämlich auch, dass man Lookup-Tables aus Pixelbildern erstellt, wiederum über den 3D LUT Creator. Das heißt, wenn man von der Nik Collection die Filmemulation genommen, rausgenommen und ein Profil erstellt, was ziemlich cool ist. So, bin aber nach wie vor im RAW-Workflow und kann jetzt so... Ja, ich habe es eh gekauft. Ja, die, unbedingt... Genau, unbedingt... Genau. Jetzt ist man bei DxO und ich finde es echt gut, dass man zahlt, weil gute Software soll da weiter entwickelt werden, damit man es auch verwenden kann. Darum unbedingt zahlen. Also ich habe es ja extra gekauft, obwohl ich es nicht verwende. Einfach weil es wichtig ist, dass da ein Zeichen im Markt ist, dass solche Sachen am Leben erhalten bleiben müssen. Genau. Ist das bei DxO? Kostet, keine Ahnung, 90 Euro oder so. Vielleicht, ja, vielleicht sogar weniger. Ja, und so geht es dann einfach entsprechend weiter. Das heißt, mit Sammlungen arbeiten. Und vom Entwicklungsworkflow, weil das für mich sind Sammlungen, wenn es um Geschwindigkeit geht, das absolut Wichtigste. Mit Abstand. Alles, was im Entwickelmodul geht, da oben, das lernt man sich selber, das ist kein Problem. Also da war es jetzt so, ich bin jetzt eben auf alle Fotos, ich nehme wiederum gleiche Bildpakete. Ich meine, in dem Fall mache ich die sogar Command A über einen gesamten Ordner, weil es sind jetzt ein paar Schwarz-Weiß drin. Gange damit daher, zoome damit ein Bild ein, wo man denkt, das könnte ungefähr ein repräsentatives Bild sein. Schau wiederum, ich mag jetzt eben eine Low-Frequency-Schärfung haben, so irgendwo in der Richtung. Ich bin auf automatisch synchronisieren, das heißt, die Schärfung wird auf die gesamten Fotos angewendet. So, dann geht da in alle Fotos, nehme das Bild von da bis da. Und falls ich da jetzt irgendwas anpassen will oder verändern will, könnt ihr das jetzt für die Bilder machen. Sagen wir mal, ich mag da jetzt die Tiefen ein bisschen aufhellen. So. Dann, ja, wo könnte das sinnvoll sein, wo man was zeigen kann? Ich meine, das sind schon die aussortierten Fotos. Aber sagen wir mal, bei der ersten Auswahl, da die drei. Die mag ich jetzt vielleicht auf, sagen wir, die mag ich auf Instagram posten. Das heißt, ich kann da wieder her, Sammlungssatz erstellen, Instagram. Ausgewählte Fotos, ich kann da direkt eine virtuelle Kopie machen, wenn ich das haben will. Klickt einmal auf Erstellen, habt da eine virtuelle Kopie. Und jetzt sieht man ja, dass die drei Fotos, das ist ein wenig dunkel, das passt, das ist vielleicht ein wenig hell. Und was man jetzt machen kann, ist folgendes, man wechselt ins Entwickelmodul, hat da unten die Möglichkeit, dass man die Referenzansicht öffnet und jetzt ziehe ich ein Bild rein, was in meine Referenz sein sollte. Und jetzt kann ich da hergehen und das jetzt zum Beispiel aufhellen. Beim Aufhellen, oder generell, wenn man jetzt so feine Abstimmungen an die Regler macht, ist jetzt so, dass man mit der Maus normalerweise nicht so fein sie bewegen kann. Und meine Empfehlung ist da, dass man sogar die Maus einfach da draußen stehen lässt und ich kann jetzt mit der Raute-Taste oder mit der Minus-Taste in kleinen Sprüngen springen. Raute und Minus. Und zwar deshalb, weil ich, wenn ich zum Beispiel sage, okay, mag das ein wenig aufhellen, so, dann gehe ich da rüber, das ist das Gleiche, das mag ich ein wenig abdunkeln, Minus-Taste, meinetwegen so. Und jetzt mag ich vielleicht die Tiefen anpassen, aber wiederum auf alle Fotos, dass man das sieht. Das heißt, ich gehe wieder darüber, gehe mal daher ins Entwickelmodul und Raute und Minus ist ja jetzt die Belichtung. Wenn ich jetzt aber auf die Tiefen klicke, zack, dann sehe ich mal Tiefen mit Taste Plus und Minus anpassen und ich kann da jetzt mit Plus und Minus das anpassen, mit nach rechts zum nächsten Bild gehen. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn, aber einfach nur als Überlegung. Kann sogar die Shift-Taste dazu halten, dann habe ich größere Schritte. Oder mit gedrückter Alt-Taste und Raute kann ich in kleineren Schritten gehen. Und so kann ich extrem exakt die Regler dahin schieben, wo ich es haben will. Ohne, dass ich irgendwas mit der Maus machen muss. Also bei mir ist so, ich habe die Shortcuts auf meinem Cinti-Grafiktablett liegen, ich muss gar nichts mehr angreifen. Und habe hinten so einen Touch-Dingsbums und da ist halt einfach Raute und Minus drauf. Und da fahre ich drüber. Und mit Alt kann ich mehr und mit Shift kann ich mehr, Alt weniger, mit Shift mehr einstellen. Und so geht man da dann einfach durch die Fotos durch.
Genau, und für Instagram war es dann so, das wissen wir natürlich alle, wir brauchen da ein anderes Seitenverhältnis, nämlich 4 zu 5 bzw. 8 zu 10. Aufpassen, es sind jetzt auf automatisch synchronisieren natürlich alle eingestellt, das heißt, ich klicke wieder aufs Erste und ziehe das jetzt dahin. Da wir ja viel zu viel Pixel haben, kann ich da eincroppen. Mit ihm in Overlay sehe ich, ich habe da noch immer massiv viel Pixel zur Verfügung. Also mache ich so, Command nach rechts, weil dann kann ich zum nächsten Bild gehen. Nur nach rechts darf ich jetzt den Frame verschieben. Mit Command nach rechts kann ich zum nächsten Bild gehen. Schreibe das da oben wieder aus. Druck auf Enter, Command A, N, Tabulator. Das gehört nur ein heller, aber okay. Ist jetzt einmal wurscht. Und so kann ich einfach meine Bilder durchbearbeiten. Und wenn ich jetzt fertig bin zum Bearbeiten, kann ich dann auf alle Fotos gehen und die einfach einmal exportieren. Und das Model kriegt dort, sagen wir mal, alle Fotos in Auflösung 4000. Und ich weiß über meine Exportvorgabe, die 28er ist Speichern am Desktop 4000 Pixel auf der langen Kante. Das weiß ich quasi von da vom Namen und da oben ist jetzt alles so eingestellt, also da drüben, wie es haben will. Zack, könnt das exportieren. Da unten für Instagram, Command A, Command Shift E. Es gibt ein Tool, das heißt Flume. Da kann ich vom Mac direkt auf Instagram posten und ich kann das so einstellen, dass ich da aus Lightroom das exportiere und nach dem Exportieren geht Flume direkt auf mit meinen Fotos und ich kann das da raus, das kann ich. Nein, kann ich nicht, weil ich kein Internet habe. Wird so raus exportiert für meine Webseiten, wird entsprechend so raus exportiert. Man braucht dann nur drucken und das wird rausgeschoben und fertig. Genau. Und mit dem Wissen, wie wichtig das Ganze jetzt eben ist mit den Sammlungen, damit ihr einfach seht, wie das eben bei mir ausschaut, jetzt mit dem Wissen, öffne ich nochmal den Hauptkatalog. Und beim Hauptkatalog zeige ich nochmal die Sammlungen. Zack. Und zwar in die Projekte. Also es gibt verschiedenste Sammlungssätze, eben Projekte, irgendwas, wenn ich für irgendwelche Firmen Präsentationen mache, die sind dann da herinnen. Wenn ich für LinkedIn Learning Kurse mache, das ist dann da herinnen, wobei da mache ich jetzt, also da mache ich viel Kurse, aber das mache ich jetzt nicht mehr so, dass ich da die Fotos reinhaue. Meine Projekte, die aktiv sind, eher die älteren Projekte sind da herinnen. Und zum Beispiel in Britannia, was wir gerade drüben relativ schnell gemacht haben, habe ich da alle Fotos, das heißt, ich kann eben auf die 5er zugreifen. Das sind die von den Blogposts, da habe ich ein paar Schwarz-Weiß noch geschickt. Das war für Instagram, eben quadratisch. Und weiß sofort, was ich wo mit welchen Daten gemacht habe. Oder eben, keine Ahnung, Katja schaut ähnlich aus. Ellen, da sind ein paar Untergeschichten drin, so wie zum Beispiel für das Druckfest. Da weiß ich genau, okay, die Fotos habe ich beim Druckfest vorher gemacht und dann bearbeitet für Canon. Und so weiter und so fort. Also man sieht da sofort, was jetzt wo, wie mit den Daten gemacht worden ist. Genau. Noch eine pressige Frage. Diese Sammlungen, wo werden die physisch tatsächlich gespeichert? Im Lightroom-Katalog. Alles, was man in Lightroom macht, wird in der Lightroom-Katalog-Datei gespeichert. Das sind voll Daten, das sind jetzt nicht die, nur Images oder... Nein, das ist die Frage eigentlich. Wenn jetzt ein Bild in verschiedenen Sammlungen drinnen liegt, ist es immer das eine RAW-File, was auf der Festplatte in genau dem Ordner liegt. Oder wenn man da drüben schaut, das müsste die in dem Pfad. Müsste die Festplatte vom Rechner sein? Oder? Nein, das ist egal. Das ist genau das, die kann ja genauso extern liegen. Okay, das heißt, das exportiert man. Das ist einfach nur Verknüpfung auf die Daten. Das File, auch wenn es jetzt in drei Sammlungen drinnen liegt, ist jetzt auf der Festplatte nur in dem Ordner. Ob der jetzt lokal oder auf einer externen Festplatte liegt, ist egal. Die kann liegen. Genau, die kann liegen, wo es ist. Das ist so der Punkt. Genau, Festplatten und so, das bringt mich quasi zum letzten Thema. Ganz wichtig, macht eure Backups. Das bringt mich auch zu der Geschichte mit Speicherkarten. Bei Speicherkarten ist so, jeder glaubt ja, dass jetzt aktuell gerade, keine Ahnung, was ist denn gerade so, 256 und 512 GB gibt. Und dass da jetzt in der Fabrik, wo das hergestellt wird, dass da jetzt drei verschiedene Förderbänder gibt, meinetwegen 128, 256 und 512, wo das hinten jeweils rausfällt. Das haben sie sich vorüberlegt, das und das und das. Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, es gibt ein Förderband und auf der läuft das aktuell maximal mögliche, sagen wir mal 512 raus. Und bevor das jetzt verpackt und verkauft wird, kommt die Speicherkarte in ein Lesegerät und die einzelnen Blöcke von der Speicherkarte werden gelesen. Und wenn jetzt ein Block nicht funktioniert, wird es im Header von der Speicher,
Karte geschrieben, speicher bitte nicht da drauf, weil das ist kaputt. Das heißt, ihr kauft euch immer Speicherkarten, die einfach hin sind. Das ist normal. Das ist einfach so. Was man sich aber merken muss, ist, falls euch eine Speicherkarte irgendwann einmal komische Pixel anzeigt oder ihr löscht die Speicherkarten und die Bilder sind noch immer drauf. Oder ihr formatiert es und nur die Hälfte ist weg. Nehmt die Speicherkarten und haut das in den Müll. Fertig. Da ist irgendwas hin, was auch immer. Wenn man jetzt glaubt, das ist eine neuzeitliche Erfindung, diese Produktion, das gab es schon bei den Disketten. Bei genau. Den Disketten, was nichts anderes ist als eine Kunststofffolie, die mit einer Magnetschicht beschichtet wird. Da hat es gegeben in der Fabrik die Bahn und in der Mitte hat es gegeben den Sprühkopf, der diese Magnetschicht aufgebracht hat. Und aus dem mittleren Teil, wo so diese Schicht sehr homogen war, wurde die Qualitätsdiskette gefertigt und aus dem äußeren Rand die billigen. Genau. Und im Grunde ist genau das Gleiche. Also die Sache ist, wenn euch eine Speicherkarte sich irgendwie komisch verhält, wegwerfen. Genau das Gleiche mit Festplatten, also wenn es komisch ist, wegwerfen und immer Backups machen. Ganz ein wichtiger Punkt. Ein Backup ist kein Backup. Über kein Backup rede ich sowieso nicht. Und Backups auch immer lokal an unterschiedliche Orte werfen. Weil es hat jetzt keinen Sinn, dass ihr jetzt irgendwo auf einer externen Festplatte die coolen RAW-Files draufliegen habt und vielleicht daneben nur das Backup steht, weil hey, wir haben ja ein Backup gemacht. Und dann kommt das, was sehr oft passiert, der Wasserbruch, also Rohrbruch von oben und tropft euch rein oder was auch immer, dann ist nämlich das einfach weg. Also wirklich zum quasi Abschluss von dem ganzen RAW-Workflow-Ding, schaut einfach, dass ihr die Daten auch vernünftig gesichert habt. Habt, so sagt man. Oder der letzte Frage von mir, weil das mit den Speicherkarten kann man mehr eingangs, das heißt, dein Message ist an mich, soll man die Speicherkarten anschauen. Ich darf es wahrscheinlich einmal anschauen, ja. Falls ihr Speicherkarten-Empfehlung haben wollt, kann ich Angel Bird empfehlen. Das ist eine österreichische Firma. Für alle, das nicht so kryptisch bleibt, über rote Rechtecke auf meinen Jetpacks und manchmal verschwinden sie, manchmal sind sie da. Da habe ich gefragt, was das sein könnte. Ich glaube, ich darf dann mit der Speicherkarten probieren, wobei, wie gesagt, muss nicht sein in dem Fall. Ja, letztens bei der EOS R. Ja, er hat auch nicht. Genau. Und mit diesen grünen Streifen und da war der RAW Import Filter von Digital Photo Pro noch nicht so in Ordnung. Auch schön, ja. Das hat sich dann geändert mit der neuen Version. Ja. Ging es besser. Das Interessante ist, zwei verschiedene komplett und ein Kollege von mir hat das gleiche Phänomen auf seiner Canon gehabt. Das ist nicht nur mein Ding. Und ja. Dann habe ich es kopiert, die Files waren weg. Das ist ja sowieso das Schrägste. Das ist komisch. Ja. Gut, aber wenn keine Fragen mehr sind, außer da ist noch eine. Gibt es eine Möglichkeit, defekte Katalogdateien zu reparieren? Weil grundsätzlich ist es ja SQL-Datenbank oder Datenbank. Prinzipiell macht Lightroom jedes, wie man es eingestellt hat, standardmäßig einmal in der Woche ein Backup. Wo man natürlich immer reingehen kann und schauen kann, ob noch was da ist. Wenn man jetzt mit Time Machine sichert, hat man sowieso bei jeder Änderung, wo Time Machine drüber fährt, auch wiederum ein Backup. Darum ist mir das da eigentlich relativ wurscht, das Backup da oben. Sonst gibt es verschiedenste Tools oder Anbieter, die jetzt mehr oder weniger irgendwas machen, aber... Also mir ist es noch nicht gelungen, eine Katalogdatei herzustellen. Wahrscheinlich wird es ja nicht ganz so trivial sein. Ziemlich, ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht da nur als ein anderes Thema, weil Katalog, schaut mal auf die Webseiten, vielleicht muss ich verlinken dann, Lightroom Dashboard, glaube ich, heißt das, lightroomdashboard.com, wie gesagt, ich habe kein Internet. Da könnt ihr mir eine Katalogdatei hochladen und die zeigt euch dann eine Statistik an, welche Kameras ihr habt, wie viel fotografiert habt, welche Brennweiten, dass ihr oft verwendet, welche gar nicht. Und da kann man sehr, sehr einfach Kaufentscheidungen treffen. Und bei mir ist das im Grunde 35, 55, 85 und alles andere brauche ich nicht und habe eigentlich jetzt auch nicht mehr. Also lightroomdashboard.com. Falls ihr denkt, wer Internet hat, könnt ihr das schnell durch für überprüfen. Passt, aber ansonsten waren wir es gewesen und ich hoffe, jeder hat ein bisschen was lernen können. Ja. Passt. Dann danke aus dieser Runde von mir und dann ist jetzt noch gemütliche Zeit für Come Together, wenn man so will. Passt. Dankeschön, Dankeschön.